Grüße gehen raus an jeden, der gerade im Chat mit dabei ist. Um 20 Uhr geht's los. Erkennst du den Song live? Und ich bin so gehypt wie sonst echt nur, wenn ich mir eine Darmspielung gönne. Deswegen freuen wir uns sehr. Voll. Freunde. 10 Minuten sind es noch und diese Zeit überbrücken wir natürlich mit einem tollen Event. Aber ganz wichtig, nutzt den Hashtag EDS Live, um euch auszutauschen bei sozialen Plattformen, die ihr so kennt. LinkedIn zum Beispiel ist eine tolle oder Facebook oder auch X. Und wir haben heute ganz viel Spaß zusammen. Wir checken mal ab, wie die Stimmung bei den Promis ist und deswegen würde ich ganz schnell mal Felix Lobrecht auf den Blue Carpet bitten. Felix Lobrecht, in die Mitte. Da ist er, ist wirklich gekommen. Ich kann dir die Hand nicht geben, ich bin leider bepackt, aber... Wirklich bekommen, hallo. Felix, du gehörst mittlerweile zum Inventar. Was magst du so sehr an diesem Format? Hau mal eben raus. Es macht einfach Spaß. Ja. Uns live zu erleben wahrscheinlich, ne? Auch. Nee, einfach das Drumherum. Okay. Du bist auch ein sehr guter Spieler, du kennst dich gut aus im Hip-Hop-Bereich, auch im Schlager-Bereich. Du bist ja selber eine Sacknaht, der ein Teil der Sacknähte. Was ist heute dein Ziel? Wie willst du abschneiden oder hast du gar kein Ziel? Du hast ja schon alles geschafft in deinem Leben. Hau raus. Ja, ich möchte gewinnen und ich möchte, dass Finch verliert. Es werden viele Finchinators, so wie er seine Army nennt, anders sehen. Ich habe noch eine andere Frage an dich und zwar, du hast ja schon mal gegen Finch gespielt, du hast auch mal in einem Team mit ihm gespielt. Ja. Was sind seine größten Schwächen? Boah, ich glaube Finch, seine Schwäche ist, dass der zu sehr sich darauf konzentriert, andere Leute anzumeckern. Ja. Und den Fehler irgendwo bei anderen sucht und dann einfach nicht da ist. Ja. Er ist nicht da. Er sagt immer, wir fudeln viel, ist natürlich nicht so. Ja. Und Finch ist zu schnell gewachsen, wie Thomas Gottschalk, deswegen hat er immer Rückenschmerzen. So, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, hast du schon mal EDS Live gespielt natürlich, aber noch nie abgeräumt. Wie sehr schmerzt das, einen Felix Lobrecht hier noch nie gewonnen zu haben? So ein Superstar. Einen Comedy-Legende. Einen Sexobjekt. Einen stinkreichen Motherfucker. Hast du noch einen? Nein. Sexgott? Sexgott, ja, das kommen wir ja gleich... Ja, also machen wir uns nichts vor, mein letzter Auftritt hier war peinlich, das war erbärmlich. Und gutes Stichwort, das war Felix Lobrecht. Einmal da rechts rum, Riesenapplaus. Kommen wir jetzt zu Kyla Scheiks, hier in die Mitte, Riesenapplaus, Kyla. Kyla. Du bist ja voll passend gekleidet zu uns, auch in schönen Blau. Was geht? Wie geht's dir? Super. Du hast ja, du bist ja so ein richtiger EDS Live Junkie. OG-Junkie auch, OG, weil du warst auf jeden Fall schon mal dabei. Und was sind deine heutigen Ambitionen? Platz 1, was sonst? Platz 1. Hast du dich gut vorbereitet? Ich habe ein paar Lieder gehört vom Ankommen. Das ist schon mal eine gute Sache, das sollte man machen auf jeden Fall. Du hast die letzte reguläre Sendung Erkennst du den Song gewonnen. Dafür gibt es einen riesen Applaus hier. So kalt hier draußen. Was ist dein absolutes Lieblingsgenre? Boah, also Indie-Rock. Spaß. Ja. Hat nicht der Ex-Mann von Pamela Anderson auch Indie-Rock gemacht? Kid Rock meinst du? Nö, das ist schon ein bisschen oder mehr Mainstream. Bosse macht auch Indie-Rock, ne? Das kann gut sein. Kyla, ganz kurz, letzte Frage an dich. Wem traust du heute am wenigsten zu und wen am meisten? Am wenigsten Felix Lobrecht. Ah! Aber King. Am meisten, ja, ich sehe da Lorena stehen, sieht bezaubert aus. Die hat auch, glaube ich, was auf der Kiste. Ja, voilà. Voilà, sie redet Wahrheit. Tamam. Sie redet wie eine Löwin. Okay, Kyla, das heißt, wir rocken heute die Bühne. Ja. Hast du einen besonderen Wunsch an Benny oder an mich? Was sollen wir heute während der Moderation? Irgendwann Worte einstreuen? Sollen wir Promo machen? Gerne. Generell einfach Promo. Kyla Scheiks ist amazing und einfach Songs spielen, die ich kenne. Okay, danke, Kyla. Alles klar. Riesengroßen Applaus für Kyla Scheiks. Du kannst hier rausgehen. Hier geht's zu The Dome. Genau. Kommen wir jetzt zu Shi-Agu. Riesenapplaus für Shi-Agu. Yeah. Boah, der war saftig. Alles klar? Na klar. Du hast in der letzten regulären Sendung hast du einen Handstand gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, was machst du heute? Kopfstand? Wenn ich gewinne, Backflip. Bitte in die erste Reihe, da haben wir gute Bilder. Du bist extrem erfolgreich, du hast absolut viele Kronen abgeräumt. Dafür nochmal einen Riesenapplaus, du bist der Kronenkönig. Ja. 1Live Krone. Sind alle noch intakt oder ist eigentlich schon kaputt gegangen? Ich habe mit ein paar Fußball gespielt, aber ich habe tatsächlich nur eine, weil eine habe ich den Jungs von 1990 gegeben. Eine hat Otto, die andere liegt irgendwo bei mir zu Hause. Aber es ist übelstes Chaos. Ich weiß gerade nicht, wo sie genau ist. Ja. Das ist immer toll. So fame ist man dann, wenn man gar nicht weiß, wo die ganzen Preise rumliegen. So geht es uns hoffentlich auch bald. Wir haben auch einen Comedy-Preis gewonnen und auch eine 1Live Krone. Mal ganz wir waren auch nominiert auch mal. Da richtig. Wurden wir beschissen. So. So, Shi-Agu, wer ist heute, du hast ja viele Gegner aus Berlin heute da, Finch und Felix zum Beispiel, wem traust du heute, wer ist heute ein stärkerer Gegner? Boah, also ich glaube wirklich am Ende, dass einer der Girls meine stärkste Gegnerin sein könnte. Ich glaube es nämlich auch. Ja, also Kyla, die kommt aus Steglitz,
auch eine sehr harte Berliner Gegend. So, die, da wird man auf jeden Fall geformt zur Siegerin. Ja. Was willst du deiner Community sagen, die gerade zuschauen, deinen Chiago-Fangirls und Fanboys? Leute, ich muss euch was sagen. Ich gehe nächstes Jahr auf die letzte Tour von mir und dann mache ich eine Ausbildung zum Astronauten. Dann ist vorbei. Kommt dahin. Ich küsse eure Herzen. Riesen Applaus! So, das war Chiago! Weiter. Geh schon mal in den Weltraum. Kommen wir jetzt zu wirklich einer Koryphäe unter den Songerkennerinnen. Lorena Ray! Riesen Applaus! Wo ist sie? Wo ist sie? Ja. Ja, ich bin so fixiert. Ich bin. Lorena, wie geht's dir? Du bist. Ja, wie geht's mir, oder? Ich wollte gerade fragen, wie geht's dir, aber wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Du jetzt bist. Darf ich? Du hast in der letzten Sendung hattest du keine Schuhe an. Jetzt hast du heute welche an? Ich habe flache Schuhe angezogen, damit ich nicht wieder barfuß bei euch rumlaufen muss. Was war eigentlich nochmal der Grund, warum du barfuß warst? Ich habe es ganz vergessen. Ich hatte schon ein Bier getrunken zu dem Zeitpunkt. Du wolltest gerne meine Füße sehen. Ja, ah. Den Wunsch habe ich mir erfüllt. Heute gibt es keine Füße. Ja. Was ist dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied. Ohne dich von Pur. Hey, hey, ja natürlich. Ja, du bist ja, das eint uns ja. Du bist auch ein riesengroßer Pur-Fan, wie wir auch. Auch die ganz neuen Alben, nicht nur die alten Sachen, auch die neuen Sachen. Ja, ich war auf jeden Fall schon auf dem Konzert und habe die neuen gehört, aber ich war beim letzten Spiel habe ich das Pur-Lied ja nicht erkannt, deswegen muss ich heute. Es hören sich auch viele Pur-Lieder gleich gut an, muss man ganz ehrlich natürlich auch so sagen. Ja. Genau. Du hast deine halbe Familie mitgebracht, der ganze Abu Chaka-Clan ist mit dabei. Ganz kurz, wen magst du am liebsten aus deiner Familie? Meine Mama. Und mein Papa. Die Mama, die Papa und die Schwester sind ja egal, das kenne ich. Wie motiviert bist du heute auf einer Skala von 0 bis Finch? Sehr. Was? Ich werde von links bedroht, ganz kurz Regie. So, Lorena, du bist... Ja, ich gucke mich auch schon die ganze Zeit so von der Seite an, ich wollte jetzt nichts Falsches sagen. Ja, der macht Auge von der Seite, macht Side-Eye. So, wir wollen ja nächstes Jahr einen Ballermann. Ist das noch aktuell, dass wir drei das machen? Das ist noch aktuell. Eine Woche lang durchziehen, ne? Und dann ein Tor. Eine Woche wach. Wir machen höchstens 3 Tage und dann ab nach Hause. Okay, ja gut, wir können auch länger bleiben. Länger schaffe ich mit euch nicht. Ah, doch, wir werden nicht aufmuntern. Du bist große Bierfanatikerin. Ohne ein Bier zu nennen, was magst du am liebsten am Bier? Was ich am liebsten mag? Das Beschwipst sein. So, es gibt auch tolle Formen, nicht beschwipst zu sein, zum Beispiel nüchtern sein. Das Riesenapplaus für Lorena Ray. Genau. Liebe Freunde im Live-Chat, schreibt natürlich eure Songwünsche mal in die Kommentare. Brauche ich nicht mehr? Jetzt kommt der eigentlich wichtigste Gast, würde ich nicht sagen, aber einer, der hier schon mal gewonnen hat, und zwar die Live-Ananas schon mal gewonnen hat. Einen riesengroßen Applaus für Finch! Nils, mein Bester! Finch, du hast die Goldene Ananas schon einmal gewonnen. Wo steht sie? Im Keller. Okay, wieso so ein Disrespect, my man? Warum kommen hier 2 Mikrofons? Weiß ich nicht. Ja, weil kein Platz in meiner Wohnung ist. Da hängen die goldenen Platten. Ja, du, die 22 Quadratmeter, die ist natürlich ein bisschen schnell voll. Du fühlst dich bei unseren Songquiz immer betrogen. Da sagst du uns auch immer danach und davor immer, wir haben immer beschissen und sowas. Hast du heute auch Angst davor? Weil wir sind hier in Berlin zum ersten Mal, andere Location. Hast du zu den anderen Leuten jetzt auch mal Vertrauen oder immer noch nicht? Nee, zu denen habe ich Vertrauen, aber nicht zu euch. Okay, das heißt, okay, ja gut. Aber vielleicht stellen wir heute ein kleines Beinchen und wir spielen so ein paar Songs, die du gar nicht kennst. Das macht er ja immer. Du bist auch oft aktiv am Ballermann. Wir haben mit Lorena schon drüber gequatscht. Ich mache mir mal zu viert mal so den Ballermann unsicher. Den Palmer Strip. Nee, ich bin nächstes Jahr nur auf meiner Tour. Und da werden wir hoffentlich auch mal eingeladen. Du lädst uns nie ein. Es gibt noch Tickets, könnt ihr euch welche kaufen. Heute gibt es keine mehr, deswegen. So, Finch, nochmal ganz kurz. Nimmst du dir heute vor? Du hast ja schon mal gewonnen. Du wärst der Erste, der die Titel verteidigt. Nee, das ist aber zu viel Druck. Also mit Druck kann ich nicht gut umgehen. Deswegen, ich gehe ganz locker ran und gucke, was kommt und was passiert. Schauen wir mal, was wird. Felix hatte ich ja eben so ein bisschen gedisst. Möchtest du zurückdissen? Ja. Für die Kamera? Hauen in der Pfanne! Der Diss ist er selbst genug. Also man muss ihn nicht dissen. Riesenapplaus für Finch! Geh gern nach rechts, so. Dennis, das war jetzt der Blue Carpet für alle Leute im Chat. Nach Daumen nach oben geben natürlich und Kanal abonnieren und schreibt jetzt natürlich weiterhin Songs in die Kommentare. So. Ja. Wie ist für dich gerade so gewesen? Ist ja bitterkalt gerade hier. Ja, wir sind draußen. Berlin. Berlin friert. Frieren ein. Bahnstreik war uns egal. Wir sind schon seit 2 Wochen hier. Klar. Und freuen uns sehr auf den heutigen Abend. Ich hoffe, ihr da draußen natürlich auch. Ja, ich werde meine Karriere nicht beenden. Wärmt euch auf, jetzt geht's los.
bist du meine Kala Kolumna, dann bin ich dein Benjamin Blümchen. Er ist klein, aber glaubst du an Wunder? Lässt du mich rein in dein Hintertürchen? Er ist schön, doch nicht allein. Und wenn du willst, ist er charmant. Und wenn er steht, dann klopft er an. Lässt du ihn rein, ja, dann bist du dran. Ich bin Rudi, Rudi, das Rüsselschwein. Baby, lass mich heute dein Rüssel sein. Ich bin Rudi, Rudi, das Rüsselschwein. Also lass mich heute dein Rüssel sein. Wir singen Umma, 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 Tötere, Tötere, Tötere. Wir singen Umma, 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 Tötere, Tötere, Tötere. Sowas siehst du normal nur im Tierpark. Doch heute Nacht, auch wenn wir zu dir fahren, aus der Ferne sehen Sterne so klein aus. Doch wenn du willst, fahr ich mein Teleskop gleich aus. Er ist schön, doch nicht sehr lang. Und wenn er steht, ist er charmant. Und wenn er steht, dann klopft er an. Lässt du ihn rein, ja, dann bist du dran. Ich bin Rudi, Rudi, das Rüsselschwein. Baby, lass mich heute dein Rüssel sein. Ich bin Rudi, Rudi, das Rüsselschwein. Also lass mich heute dein Rüssel sein. Wir singen Umba, 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 Tötere, yeah. Tötere, Tötere. Wir singen Umma, 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 Tötere, yeah. Tötere, Tötere. Ich bin Rudi, Rudi, das Rüsselschwein. Baby, lass mich heute dein Rüssel sein. Ich bin Rudi, Rudi, das Rüsselschwein. Also lass mich heute dein Rüssel sein. Wir singen Umma, 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 Tötere, 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 Tötere. Tötere, 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 Nico Santos! Danke sehr! Hör auf, wir müssen anfangen. Hey. Liebe Freunde, hör auf, endlich. Hör auf. Und damit. Endlich ist es wieder soweit, Freunde. Du hast mir gerade, bevor wir die heute offiziell begrüßen, danke, ja, dass du mir eben da aus der Scheiße geholfen hast. Ey, dafür sind wir Zwillinge, mein Bruder. Hey, alles klar, wenn du nicht zu, wer dann? Danke. Vollprofi, absoluter Vollprofi. Ich kann alles. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du den Song live? Ja, die Tickets waren innerhalb von, ach, das ist ja hier. Ja. Hey, hört jetzt auf, her. Auf. Berlin. Die Tickets waren wirklich innerhalb von ein paar Sekunden ausverkauft. 10 Sekunden waren es. Absolut, ja, verständlich, denn Dennis und ich moderieren sehr gut. Und falls, ja, ihr, und deswegen waren sie auch innerhalb von 10 Sekunden vergriffen. Falls ihr da draußen jetzt zu Hause sitzt und traurig seid, völlig zu Recht. Ja. Aber ihr könnt mit dem Hashtag EDDS Live natürlich mit anderen Zuhausebleibern kommunizieren. Das geht per WhatsApp, das geht bei Twitter, bei X, ja, bei Pornhub. LinkedIn, auch tolles Profil, habe ich auch gemacht. Es gibt viele. Und wir hören auch immer alles und lesen alles, was ihr da macht. Also Hashtag EDDS Live. Ja. Gern überall reinzimmern.
Das ist, wie sagt man in Berlin, wa? Das ist mein Ohr. Das ist, was ich im Ohr hab. Wichtig, wir sind heute auch live auf Twitch, auf dem Funk-Kanal, auf dem Twitch-Kanal von Funk, so. Ja. Grüße gerne raus an alle drei Personen, die gerade im Chat hängen. Alles klar bei euch? Nein, können auch mehr natürlich sein. Pock, pock, pock! Omega Lull! Lol! Omega Lol, Lull rein! Sendet mal Bars oder so, wie du was so nennst. Ich bin für den Cringe zuständig. Okay, alles klar. Neues Studio, neue Überraschungen, aber eins, das bleibt gleich. Und zwar unsere großartigen Gäste und Gästinnen. Macht einen riesengroßen Applaus für Chiago! Mein Name ist Chiago. Ich bin der Sohn von Benny und Dennis. Und wenn ich heute Abend gewinne, dann beende ich meine Karriere. Lorena Ray! Lorena Ray! Mein Name ist Lorena und ich bin ganz froh, heute bei Late Night Berlin zu Gast zu sein. Mein Name ist Finch und ich bin nur hier, um Felix Lobrecht zu schlagen. Schalke die erste, aber die letzte, die mit reinscheißt. Und Felix Lobrecht! Mein Name ist Felix Lobrecht und ich finde es schade, dass nicht noch mehr Weiße im Line-Up sind. Und jetzt. Okay, alles klar. Polizatire. Ja, richtig, ist doppelter Boden hier. Viel Spaß mit Runde Nummer 1! Ja! Ja! Ohrwürmer only. Bevor wir losspielen, natürlich erstmal wieder. Ja, das wollte ich auch machen. Ganz wichtig natürlich, benutzt den Hashtag und schreibt jetzt schon mal Songwünsche in die Kommentare. Und ganz wichtig, ganz neu bei diesem Format, es gibt pro Runde einen Joker. Das heißt, man darf nur einmal diesen Joker benutzen. Wer ist dann uns relativ egal. Besondere ist, dieser Joker ist lebendig. Deswegen einmal Grüße an unseren lebendigen Joker. Riesen Applaus hier vorne, Robert! Also, wenn einer von euch dreien Hilfe benötigt bei einem Song, der wird gespielt, keine Ahnung, könnt ihr rüberrennen und Robert ordentlich so einen draufbasern. Ja, das wäre ganz gut. Auch gerne peinlich rennen, das ist gut fürs Bild. Genau, vielleicht mal so ein kleines Wettrennen starten. Wongeln oder rufen. Ja, genau, richtig. So. Das ist eigentlich die Neuheit. Und was noch wichtig ist, liebe Freunde, schreibt jetzt schon mal Songs in die Kommentare. Und zwar zum Thema Songs zum Liebe machen. Es gibt viele tolle Lieder, die man zum Liebe machen anmachen kann. Ich Gabba zum Beispiel, Gabba EDM, das ist so meine Playlist. Hardstyle. Ja. So mein Tempo. Also schreibt es gerne rein und verewige euch im Chat. Seid ihr ready? Also habt ihr noch irgendwelche, ist irgendwas mit den Buzzern falsch? Oder ist alles für euch in Ordnung? Können wir mal probieren, oder? Nee, probieren kann man nicht, aber die Hände natürlich erstmal weg vom Buzzer. Hände links. Ja, wo müssen wir? Hier? So, an den Kanten. An den Kanten ist das schön. Genau. Hier vorne gibt es auch Kanten. Nee, an den hinteren Kanten da. Okay, dann. Seid ihr ready im Studio für den ersten Song? Okay. Scheiße! So. Okay. Ruhe! Nehmt's krankhaft ernst, ich sag's jetzt schon. Okay, los geht's! Los! Aber Mama Mia. Ist es richtig? Ja, ist richtig! Das war früher das Intro von Frauentausch. Never forget. Never forget. 010, weiter. Mann!
Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Wow. Wow. Ja, für Scheiße! Songwunsch, wow, gewünscht, wow, von Slender91. Ich musste meine Brille aufziehen, dann sehe ich das hier nicht. Ich habe genau, hier so ein Kleinwüchsen, der mir irgendwas reinreicht. Genau. Slender91. Ist aber zufällig kleinwüchsig und nicht absichtlich. Ja, ja. Aber es ist trotzdem praktisch. Ja, gut. Das okay. liegt in der Sache. Kyler, super bisher, top. Kriegst du mal den alten Opa-Daumen. Finch. Man sei doch ruhig, mach weiter. So, hab ich vermisst. Los! Hätt doch keine Frau, Mann. Jason Derulo featuring Snoop Dogg, Wiggle Wiggle. Nein? So. So. Keiner hat gebuzzert. Jason Derulo featuring Snoop Dogg, Wiggle. Mama! Wer hat denn hier gerade so ein Nein gerufen, als er so Scheiße erzählt hätte? Hat sie jetzt drei Punkte? War wieder der Kleinwüchsige. So, HTR. Ja. Wir schalten mal ganz kurz. Deswegen mag ich diese Art Leute nicht. Wir schalten in die Lounge, Lorena. Wiggle. Wiggle. Hast du auch nicht mitgewiggelt? Ist das deine Mucke? Ich hab's versucht. Er hat's nicht gesehen hier drüben. Ja, aber Wagu ist dein Ding oder sagst du eher, wenn der... Ich hätte es nicht erkannt, aber ich muss echt sagen, Kyler, Respekt. Sauber, also, Kyler, du hast Respekt bekommen. Respekt. Vom anderen Girl. Respekt. Ganz wichtig, ich möchte, bevor Kyler die Runde hier beendet, was sie tun wird, dass der Joker gezogen wird. Also, es geht weiter. Es kann eine Chance sein für euch. Los geht's. Punkt zu machen. Nächster Song. Oh. Mann! Ja, Shakira Waka Waka, Leute. Ich bin wirklich klar, wow. Ich halte Rede. Also, Jungs. So, du hast Matchball, hey, Kyler. Jetzt, bitte. Das ist wirklich Quatsch. Ich möchte keinen Pressure machen, aber wir haben viel Zeit und Geld in die Joker investiert. Also aus Kylers Playlist raus. Ja, definitiv, Digga. Der erste war okay. Aber das ist ja wohl, das sind ja Kult-Hits. So, also Kyler, du hast 4 Punkte Matchball. Aber vielleicht drückt ja gleich einer mal den Joker. Mal sehen, ob das passiert. So, ansonsten muss ich da nach vorne rennen. Also, und mein Anzug sieht sehr eng. 0-4-0, weiter. Lauf hin! Meiner! So, was? Ich! Ey, wenn du was anderes sagst, Bruder. So, ey, so, der Joker läuft denn? Welcher Joker wird's? Mann, ich weiß den Songtitel, aber... So, Stimme des Volkes. Finch hat den Joker ausgelöst. Das bedeutet, so, wir fahren jetzt durchs Publikum und eine random Person von euch wird ausgewählt und muss antworten. Egal, was weiß aber oder nicht. Aber darf zählen. Darf ich den Songtitel schon sagen? Du darfst nicht sagen. Das ist dein Joker jetzt. So, einfach. Also. Joker, ab. Ey, was? Wer wird ausgewählt? Was? Warte mal. Das ist doch kein Joker. Das ist doch kein Joker. So, da vorne, Riesenapplaus. Die willst du... Danke. So. Mal hören, was das wie heißt sagt. Du? Steffi. Steffi. Steffi, du hast zugehört, du hast mitgewippt. Mhm. Hau mal raus. Wer hat's gesungen? Wie heißt der Titel? 500 Miles, den Interpreten, keine Ahnung. Okay, warte. Bevor er buzzert. Es soll ja eine Hilfe sein. Das heißt, du sagst, weißt du schon irgendwas? Dann würde ich jetzt sagen, wenn du sagst 500 Miles und Finch sagt... Na, 500 Miles weißt du auch. Okay. Ja, aber Interpret. Ja, den muss sie ja sagen dafür. Ja, leider. Weißt du nicht? Dann ist falsch. Ja. Das ist doch den Joker. Danke, danke. Trotzdem diesen Applaus. Wir holen sie wieder frei. Hä? Was ist denn das sonst? Ey, Leute. Ey, Leute, das ist doch kein Joker. Betrug. Hoch die Bullen, Alter. Es wäre gewesen. The Proclaimers. The Proclaimers. Aber jetzt mal ernsthaft. Joker war eigentlich immer, du hast einen safen Punkt. So das war ist das sonst. In anderen Shows so. Bei uns jetzt cool, nicht. Das ist eine Regeländerung. Ich kenne das. Trotzdem mal rückblicken. Riesenapplaus für Steffi. Die hat sich echt getraut.
So. Immer noch 0-4-0. Jeder Punkt zählt natürlich für das große, für den Einzug ins Finale. Das heißt, es ist eigentlich ja noch alles drin. So, nächster Song. Felix? Last Christmas, Wham! Ja! Ja! Cool! So ist gut! Der Druck muss man da. This year, every birthday. Ja, was denn? Oberhausen. I gave it to someone special. Oh, yeah. Oh, jetzt kommt die Bridge. Okay, 041. Ach, Steffi, von wem ist der Song? So, weiter geht's. Hey, I can't stop. Oh mein Gott. So, okay. Jungle Drum von, ach, ich weiß nicht. Drei. Ja, zwei, drei, zwei, eins. Eins. Kyla und Finch. Ebony and Ivory and dancing nice. In the street. Weißt du? Hey, it's because of you. The world is in a crazy, hazy hue. Auseinander! My heart is beating like a jungle drum. Like a jungle drum. Like a jungle drum. Kyla, warte was. One and wonder. Es wäre gewesen. Emiliana Torini! Applaus für diese Künstlerin! Songwunsch von Lodi, Lodi! Lodi ist gewesen. Einfach nur drücken, einfach nur drücken. Jungs, das ist jetzt krass. Das ist unfair. Die wollen sich hier nochmal nicht. Die Schwächeren nicht schlechter zusammenhalten. Ja, okay, gut. Ganz kurz, Agu, du hast jetzt mitgewirkt, du hättest gewusst? Ich hätte den tatsächlich gewusst, aber davor war Kyla immer schneller. Also, ja, das hätte okay, ich keine alles Chance. Klar. 041, das ist meins. Weiter. The Eagles Hotel California. Ja! Ja! Kyla, du kannst jetzt noch ja. Nicht zurückhalten. Ja. Auch zurückhalten. Ich hab denen den Joker gelassen, aber. Ja, ich muss wenigstens einen Punkt machen, sonst ist ja richtig. Ja, sonst wäre ich peinlich, ja. Apropos echt peinlich, Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Weiter. Oh, hey, na, ey. Mit? Easy. Checken wir? Ja. Völlig richtig! Und damit gewinnt Kyla die erste Runde! Ich will diskutieren! Diskutieren! Yes. Ich diskutiere! Ja? Okay. Nein, nein. Ey, das war doch überhaupt nicht eröffnet, die nächste Runde. Ja. Danke, natürlich Leute! Riesen Applaus für Kyla! Glückwunsch! Danke. Tolles so. Spiel! Danke schön! Stopp, Sekunde! Erstmal zurück! Jeder an seinen Puls! Ganz ruhig, jeder an seinen Puls! Oh. I see a zero and I see a zero by the Finch. Und du musst anrücken zum großen Strafkarao. Du singst. Geh gerne nach vorne. Du singst. Just. Du singst. Das ist ja keine Strafe. Just give me a reason von Pink. Das ist deine Bühne. Was? Just da vorne auf die Markierung, geradeaus. Ich kenne den Song nicht. Doch. Just give me a reason. Da vorne ist ein Kreuz, genau. Ich kenne ihn wirklich nicht. Doch, kennst du. Das ist ein Evergreen. Wir alle. Strafkarauke. Wo kommt der Text? Der kommt, der Text. Keine Sorge. Gerne mitsingen. Wow. Okay. Right from the start, there's deep in my heart, and I am your willing victim. Ich kenne es noch nicht. Kommt, das ist aber gut. I let you see me, where I'm pretty. And with every touch you pick them. Ja, jetzt kommst du rein. Now it's beginning so steep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you have enough of our love. Alarm! Just give me a reason, just a little bit enough. Just a second when a broken just bend. We can light it up again. Felix, I'm off! Keiner Winkler! The heart is a broken just bend. We can light it up again. Gefällt's euch? Danke. Danke schön. Warte, das Mikro abgenommen.
Ganz stark. Erste Runde für so viele Skandale. Schon so viele Skandale hier. So muss es natürlich sein, liebe Freunde. Apropos skandalös, wir schalten mal in die Tabelle und gucken uns mal an, was ist da passiert. Nein, letzter bin ich nicht. So, jetzt schauen wir mal. Ah. Oh, guck mal. Dritter! Yeah. Felix. Dritter. Fisch. Ach, da. Nee, auf dem Bildschirm da ganz hinten. Ist alles natürlich noch offen, liebe Freunde. In der nächsten Runde, Achtung, Ohrenspitzen, spielen Finch, Lorena und Chiago. Die können sich schon mal platzieren. Und du bleibst stehen. Finch, genau. Chiago und Lorena. Chiago, Lorena. Und liebe Freunde, ich habe für euch eine Aufgabe. Und zwar müsst ihr Songwünsche in den Chat schreiben. Und zwar zur Kategorie verrückte Features. Es gibt so viele verrückte Features auf dieser Welt. Ja, das ändert sich. Finch hat auch schon viele verrückte Features gemacht. Da könnt ihr auch ein paar Songs reinhauen. Und einfach mal spontan sein, mal cool sein und mal da zwischendurch mal dämmen. Kommen wir jetzt zu. Jetzt ist Kuscheln angesagt. Ja. Viel Spaß mit Runde Nummer 2. Songs zum Liebemachen. Songs zum Liebemachen, da gibt es natürlich endlos viele Playlists. Ja! Ja, richtig. Habt ihr auch alle, Finch, hast du eine schöne Playlist, wenn du romantisch sein willst? Also wenn ich romantisch sein will, höre ich Sido den A-Punkt-Song. Okay. Lorena? Ja? Was hörst du beim Bobo machen? Wenn du romantisch sein willst, nicht, sei doch nicht so. Nicht das, was Finch hört. Ja, Agu? Friesenjung? Ja, auf Friesenjung auf Dauerschleife. Super, ja, muss das sein. Ach, das ist ein guter Beat. Wichtig, wir haben auch diese Runde einen tollen Joker, also gerne trauen. Ich möchte euch nicht immer darauf auffordern, das zu tun. Dankeschön. Wie so ein Lehrer, ich will sich noch zum 10. Mal sein. Aber nicht wieder so auf den Robert laufen, ne? So. Er hat schon Kopfschmerzen. Ja. Ach, Robert hält das aus, der ist extra geprüft worden von mir. Der fährt nur mit Halskrause nach Hause. Okay, los geht's! Mit Joker kann man machen beim ersten Song. Ja. Kein Problem, wir schauen mal, welcher es wird. Welcher Joker wird's? Es wird der Tresentipp. Und Benni, du bist ja ganz aufgeregt gerade, ne? Aufgeregt. Der Joker heißt nicht, dass es jetzt safe ist, wahr? Haben wir das hilft. Das hilft nicht, was macht der denn da jetzt? Benni, ich gehe in die Lindenstraße mit. So habe ich ihn letztens auch gesehen im Park. Ich wollte auch gerade sagen. Gehst du jetzt, wo bist du jetzt? Okay. Ich muss gehen, tschüss. Okay. Mhm. Alles klar? Oh ja. Drei Stück, die Al-Kaila, wirklich gut. Live aus dem Knobelbecher. Riesenapplaus da draußen für Uschi. Uschi, wie geht's dir? Macht's gut. Noch geht's dir gut, Uschi. Du hast gerade den Song gehört, ne? Ja. Hast du eine Idee, wie könnte der Song heißen? Wer hat ihn gesungen? Ich würde sagen, 40 Jahre die Flippers. Mhm. Von den Flippers. Wir hören mal rein. Ist richtig oder falsch? Leider falsch, Uschi. Egal. Kein Mensch ist unfehlbar. Mach mir doch ein Bier, Uschi. Sicher kriegst du ein Bier. So, naja. Kann ja nicht immer alles funktionieren, ne? Nee. So ist das Leben. C'est la vie. Ja, et küt, wie et küt. Et küt, wie et küt, genau. Ich danke dir, Uschi. Bitte. Bis später, ne? Ich komme jetzt wieder ins Studio. Wird aber schnell, echt. Hier. Dann Robert hier, der ist so ein. Aber haben wir nochmal die Chance? Harten Job. Ja. Nee. Doch. Wir machen das mal weiter. Ich stelle mich erstmal hier hin. Im Outfit steht mir relativ gut. Das war natürlich falsch. Bist du verwehrt, Finch? Er ist raus. Eure Sendung wird immer schlechter, ist ohne Mist. Also, warum? Der Joker bringt ja gar nichts. Doch, hätte er was bringen können. Hätte lustig für die Zuschauer, für mich ja nicht. ZuschauerInnen. Weiter. Da. Wer macht dazu Sex? Ich weiß es, ich weiß es. Sag mal, Ariana Grande Positions? Positions? Ja! Hier ist das der ganze Abendtag. Magst du mal ganz kurz halten? Ja. Adrian Grande, was ist das? Ariana Grande, Ariana Grande. Ariana Grande. Ariana Grande. Noch nie gehört. Sekunde. Ich helfe dir nicht, muss selber können. Das ist Teil der Aftershow-Party, die ich jetzt schon mal. Super, ich danke schön. So, Riesenapplaus fürs Team heute hier. Hier, Leute, komm. 0-1-0. Es ist alles drin, jeder Punkt zählt. Also, schön Punkte sammeln. Weiter.
Waren denn Leute? Justin Bieber. Yummy. Ja! Ich weiß nicht, was das hier mittlerweile ist. Also, Respekt, aber... Ach komm, nee, Mitleidspunkt will ich nicht. Ich kenne von Justin Bieber Baby, das ist der einzige Song, den ich von ihm kenne. Weil da habe ich noch Musik gehört und noch nicht gemacht. Apropos aber Yummy, Felix, wie geht's dir da hinten? Ja, Bombe. Ja, Finch, also jetzt. Und Agu, was ist da los bei euch beiden? Ey, ich bin einfach... Oder habt ihr zu wenig Sex? Kann natürlich auch sein. Wir haben gar keinen einfach, Sex. Einfach, dass die Gegner sich in Sicherheit wiegen und dann komme ich von hinten... So muss das sein. Ja. Das klingt komisch. Ja. Weiter! Wolltest du sagen? Genau so meine ich es ja. Nächster Song. Moment. Harry Styles. Watermelon Sugar High. Nein! 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 Bin ich halt ausgewählt? Meinerseits Watermelon Sugar. Von? Na, hab ich doch gerade gesagt, den Namen. Na, meinerseits? Meinst du halt? Hallo! Bruder, das ist doch schon. Du musst hoch! Drück! Bruder, der liegt da! Watermelon Sugar? Von? Von. Keine Ahnung, 1 Live Krone. Nein! Das ist dieser Hassi! Hassi! Harry Styles! Harry Styles! Harry Styles! Mann, das wäre so ein leichter Punkt gewesen! Ich hab ihn verstanden, ich kenne ihn. Das ist ja der Musikmann. Aber das ist ja wohl. Der ist bekannt, der war bei dieser Band One Direction. Ja! Hammann! Harry Styles! Okay, 020, es ist noch alles offen, liebe Freunde. Schreibt weiter in die Kommentare. Los geht's! Das Wichtigste ist allerdings, auf alle Kopf. Das weiß ich. So. Das sind die Sacknähte. Mhm. Unten kommt die Gurke rein. Nein! Oh! Ah, ja, klar. Ach nein, die war scheiße! Scheiße! Warte! Stopp. Wer ist ausgewählt? Ich, Digga, ich hab die ganze Zeit gedrückt. Finn Spaß. Ich hab die ganze Zeit gedrückt. Ja. Die Sacknähte mit Icke Hüftgold. Unten kommt die Gurke rein. Saufen ist nicht illegal. Aber gesundheitsschädlich. So, man kann auch Wasser trinken. So, das ist damit auch aus Eimern. Ja, genau. Aber so. Wir haben so viele. Also, Agu hat Liebessongs, ich habe Liebessongs und ihr nehmt den? Das ist, hat die Community ausgewählt. Das sind ja ihre Hits. Ist ein guter Song, aber Liebe? Ja, da wird genickt. Die Leute lieben den Song. Felix! Deutsche Wonderwall. Okay, weiter. George Michael, Careless Whisper. Yo! Yeah! Das bedeutet übersetzt was, Benny? Gut. Sorgenfreies Flüstern. Sorgenfreies. Mach keine Sorge. Sorgenfreies. Ich glaube, wer sich Sorgen machen muss, ist aktuell Finch gerade. Ja, warte mal. Agu hat einen Punkt, oder? Ja, genau. Wie Finch auch. Ja, aber na, du. Dann ist er okay. Okay, ich wollte gerade was für dich Schild tun, aber dann lassen wir das. Dann hat Agu jetzt Glück. Und zwar bekommt Agu jetzt mal einen kleinen Support und zwar von Nico Santos. Was? Was? So, bleib ruhig direkt das Kill. Was? Das ist doch kein Joker. Warum kriegt ihr einen Joker? Ich wollte es dir gerade anbieten. Dass du, ich bin super, bei mir geht alles gut. Er hat auch seine Der gut. Weiß alle Songs auf der Welt. Ja. Ja. Wilmersdorf. So. Bring Wilmersdorf auf die Karte. Raus, Wilmersdorf? Ja. Alter. Also nicht mal, Wilmersdorf wird auf die Karte gebracht. Geht auch. Ey. Nennt die Sendung alle gegen Für ein Gangster. Paar Songs wird Nico jetzt unterstützen, glaube, bevor eure Gang Science machen, wir irgendwie rausgeschossen werden. Ja. Lieber, nächster Song. Hä? Oh. Was? Ja, ja. So überrascht, dass ich drehe. Nee, weil, Antwort. Hä? So, Antwort. Ellie Goulding mit 3, 2, oh, warte doch. 1.
doch. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Nein, nein, nein. Doch. Ah, doch. Love Me Like You Do. Ja! 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 Wollen wir jetzt bei Nico zum Finn stellen für einen Song? Nico, jetzt, Nico. Jetzt kannst du dich auch mal einmal zum Finn stellen für einen Song, komm. Was denn? Einmal zum Finn, ja, 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 komm. So, jetzt Riesenapplaus für das Duo des Tages. Warum? Klingt, weiß ich nicht. Weiß so, okay. Bring wir hin. 1, 2, 2. Weiter geht der Brei. Wir könnten es riskieren. Ja, was? Was Neues ausprobieren. Digga, was ist das? Nur ich. Adi, das weißt du. Gibt's nicht mehr, das war er. Du, deine Freundin und ich machen was zusammen und alles steht in Flammen. Du, deine Freundin und ich können uns noch mal küssen. Das muss ja keiner wissen. Ich glaube, das weiß keiner. Wir machen den Song zu. Das ist natürlich der wunderbare Roland Kaiser, muss es gewesen sein. Roland Kaiser! Das wollte ich gerade sagen. Ja. Roland Kaiser, du deine Freundin. Was sind aber das denn für Songtexte? Auf safe, auf safe. Ja, 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 ja. Er bleibt jetzt aber hier. Ah, ja. Aber was ist das? Was ist das? Nee, also hallo, jetzt warum bin ich nicht nur dran. Nach Hause? Jetzt bin ich dran. Nein, aber das ist ja... Das ist ja ihr so ein Song bei Nico Santos. Ja, ja gut, das ist ja... Ich steck mal nicht drin. So, ich würde sagen, Nico, jetzt geh mal rüber zu Lorena, bitte. Danke. Riesenapplaus für alle Lorena gegen Nico. Finch, alle gegen Finch. Nee, komm. Okay. So, 1, 2, 2, weiter. So, ja, warte, jetzt darf ich nicht, warte mal. Okay. Ja. Nee, warte. 3. Ach, du Scheiße. Nee, warte, warte, ganz. 2, 1, 2, 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 2
Sex with Me. Ja! Rihanna! Ey, das läuft viel besser als letztes Mal für mich. Rihanna, Riri, wie ich sie nennen darf. Es läuft besser als letztes Mal für mich. Ich wollte sagen, ziemlich gut. Du bist ziemlich gut, Rihanna. Ja, aber heute geht's noch. Kyla, wie ist für dich da hinten in der Loge? Super. Passt alles? Top. Super. Ich entspann mich. So muss das sein. So. Wir auch, ne? Machen wir da gar keinen Stress. Weiter. Weiter. Oh. Agu? Boah. Ja. Neo. Mit? Let Me Love You. Mario, Let Me Love You. Mario. Genau. Mario, Let Me Love You. Ja! Ja. Ich wollte sogar vorsagen. Gerade The Voice gedreht. Wir können, wenn wir laut genug singen, wir vielleicht rausgebuzzert. Also, okay. Es steht 1-4-3, du hast einen Matchball, Lorena. Finch, ey. Spiel doch einfach noch 1000 Popsongs und dann ist alles. Machst das schon richtig. Heul nicht. Heul sind nicht. Sie Finch? Heule nicht, alles gut, Mann. Du kannst es noch schaffen. Wir sind Zwiebeln. So. 1-4-3, weiter. Das ist... The Bad Touch, Bloodhot Gang. Stark! Ey, mit dran! So! 2-4-3, ist alles noch drin? Hab's gehört, man hört's über. So. So. Okay, weiter! Ich steh zwar auf der Tabagette, allein weil ich versteh ich. Ich werd's aber bereuen, doch pack meine Moves aus, so Baby, jetzt dreh ich. Und dann trifft kein Ding ab und zu mein Blick. Bitte, Baby, press mir nicht. Dein Herz. Aber ich schätze mal Apache 207. Mit? Sex mit mir? Sex mit mir? Nein! Fast. Apache 207, Sex mit dir. Ja! Ja! Agu und Finch 3, Lorena 4. So, hört ihr Apache? Nee, aber wisst ihr, was das Geile ist? Was? Wir hatten vorhin darüber geredet, dass man ja den Namen richtig sagen ja. muss. Ja. Jeder andere hätte gesagt Apache, aber wir wissen jetzt alle, dass er Apache 207 heißt. Richtig. Und das ist auch sein Künstlername. Riesen Applaus für diese Information. Das ist Detailarbeit. Ist wirklich, ist so, ist so. Immer noch Matchball, Lorena. 3-4-3, weiter. Ich weiß, aber nicht. Nicht so sagen! Bruder! Stopp, stopp! Irgendwie so Magic Mike oder so. Ja. Nein, Pony ist der Song! Ja, Pony, aber wer sind Genuine! Das ist eine One-Hit-Wonder-Band. Genuine! Genuine! Pony, Pony. Genuine. Flex O. Mir geht's auch gut, danke. Wichtig nicht schummeln, nicht darüber gucken, sonst kriegen wir Probleme richtig. Kennst du den Song? Genuine? Natürlich. Ja, ja. Natürlich. Aber ist doch von Magic Mike, ne? Ja. Das ist Magic Mike. Magic Mike, ja. Vielleicht möchte er den Felix einen kleinen Tanz geben bei der Musik. Komm, was mach jetzt? Ah!
besser geht nicht. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber Benny hat mir wirklich seinen Pimmel in die Hand gedrückt. Also hier ist Pimmel von Benny dran gerade. Ich komme in Moonwalk zurück, mach mal in der Musikshow. Ich aus Atem. Oh, ich wollte gerade sagen, Kondition ist noch da oder soll ich erst mal übernehmen die nächsten 13 Minuten? Nächster Song. I submit to your demands. I will do anything. Girl, you need only if I'll make love to you. Aber wer singt das? Like you want me to. And I'll hold you tight. All through the night. I'll make love to you. When you... Caught in the act, make love to you? Nein! Westlife bestimmt. Westlife, make love to you? Nein. Nein, nein, nein. Du weißt es doch eh nicht. Bushido, make love to you. Argo, du kannst noch. Nico Santos, make love to you. Nein. Nein, nein. Boys to Men oder so? Boys to Men. Boys to Men, I make Boys love to Men. You. Boys to Men. Genau. Boys to Men. Boys to Men. 19 Jahre, so Boyband ist nicht am Start, ja, waren aber scheiße. Boys to Men ist auf diese Grundband. Nein, die waren nicht so gut. Doch! Doch! Nein, die sind nicht erfolgreich. In Eisenhüttenstadt kennt die keiner. Liebe Freunde, schreibt weiterhin natürlich Songs in den Chat. Wir werden alles berücksichtigen. Und dieser Song ist für mich ein absoluter All-Time-Klassiker. Und ich bedanke mich privat für diesen Wunsch. Schön gesagt. Okay. Weiter. Was wär's gewesen? Prince mit Sexy Mama. Sexy Mama. Direkt weiter. Scheiße, ich weiß gar nicht, wer singt. Ja. Drei. Dann sag lieber nicht. Ich sag jetzt nichts. Nee, 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 nee. Ah, okay. Agu. Milo EO Technology. Ah. Stark. Ja. Yes. Aber. Da gibt es noch eine Version von T.I. und das ist das Original. 50 Cent hat er auch, glaube ich, eine Version. Ja, und dieser wurde aber nicht gesucht. Oh. So, sag's ja nur. Matchball Agu, 4 Punkte, Lorena 4, Finch 3, ist noch alles offen. Boah. Weiter. Das war jetzt mal. Flowrider Whistle. Oh Mann. Definitiv. Eieieiei. Ich habe noch Angst, dass irgendein Feature drauf ist. Irgendwie. Apropos Angst, jetzt gibt es Strafkaraoke und zwar Finch, du bist wieder dabei. Und du singst. Damals habe ich immer übernommen für andere. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Während des Redens gehen. Careless Whisper von George Michael. Ja. Sehr schön. Ja, die Lichter können angehen. Die Lichter gehen an, bitte. Im ganzen Studio gehen die Lichter an. Kommt schon. Lichter an. Yeah. Oh no. Dance again, guilty feet, got no rhythm. Thought it's easy to pretend. I know you're not a fool. Shouldn't know better than a cheated friend and wasted chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Oh, 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 oh.
Applaudieren wir ein paar Zeit. In ganz Adlershof. Ja. Einmal aufstehen, einmal aufstehen. Aufstehen, die Fans, einmal hoch. Aufstehen, hoch. Alles, alles. Langsam widersetzen, langsam hinsetzen. Ja. In ganz Adlershof kollektiver Milcheinschuss, das ist natürlich super. Ja, hast du echt toll gemacht. Hafer mega. Ja, bitte. Ja, natürlich, klar. So, wir gehen jetzt mal in die Tabelle und schauen uns mal an, was da jetzt gar keine ist da passiert. Mehr ins Finale zu kommen. Du kannst alles schaffen. So, wir schauen uns mal an. Hier bewegt sich einiges. Ja. Keiler auf 1, Agu yes. Und dann Lorena. Du hast zwei Runden, nee, du hast eine Runde. Da kann noch alles passieren. Ich hab gar keine Chance mehr. So. Ich nach Hause. Das du hast schon. Ich nach Hause. In der nächsten Runde spielen Felix, Lorena und Dankeschön. Keiler. Bitte das schon mal auf die Bühne. Felix, Lorena und Keiler. Nein, wer kommt mit dir? Er kommt raus. Agu weg. Agu weg. Felix, Keiler und Lorena. Genau. Hier kommt Felix hin. An meine Nähe. Lorena in der Nähe. Und Keiler. Hier. Okay. So. Wichtig, liebe Freunde, wir brauchen euch, denn ohne euch Hallo. Sind wir nicht nur arbeitslos, sondern auch songlos. Entschuldigung. Richtig fies. Und schreibt doch jetzt schon mal Songs in die Kommentare oder in den Chat zum Thema heiß und fettig. Also schaut mich an und dann fallen sicherlich ganz viele Songs ein. Einfach mal reintippen. Songs aus diesem Jahr, darum geht's. Da sind ja viele Banger entstanden, wie man so wie meine Jugend sozusagen sagt. Und da möchten wir gerne viele Songs hören. Ansonsten, hast du ein Lieblingslied aus diesem Jahr? Ja, natürlich, Friesenjungen. Ja, Friesenjungen. Letzte Rubrik, heiß und fertig. Heiß und fertig ist jetzt für die nächste. Das ist jetzt eine andere. Du bist jetzt in einer anderen Kategorie und hier geht's. Was geht's eigentlich jetzt hier? Verrückte Features, glaube ich, oder? Ja, los geht's mit Runde Nummer 3. Verrückte Features. It's insane, it's in international, you say, it's crazy, it's not... Es ist unglaublich. Es ist not in sale, es ist nicht... Ich glaub's auch nicht. Ja, ich muss zum Flieger. Ja, er schafft es. Jetzt nur noch Zeit, yes. Los. Hier war vorher... Udo Lindenberg, Apache 207, Komet. So wie ich gekommen bin, wie ein Komet. Ja, warte, der... Ja, wie in der Chartshow hier. Wie in der Chartshow. Ich finde die ja. Version von Gemischten Fakt besser, danke. So, ja. Ich habe vorher gesagt bekommen, ich soll den Dieter machen. An dieser Stelle Udo Lindenberg. Mach weiter hier. Zu viele Grüße, du nächster Song, du Pappnase. Mach weiter. Zurück ans Pult. Doch, so einfach. Was zurück ans Pult. Mann, weil ich gewinnen will. So. Es wird. Ja. 2053. Hä? 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 Jetzt? Ich dachte, wir dürfen hier nicht rauchen. Zurück in die Zukunft. Ja, ja, ja. Wo sind wir, Benny? Ja. Erinnerst du dich? Auch? Erkennst du das nicht wieder? Ja, mega! Ja, mega! Ich erinnere mich. Heute? Hä? Vor 30 Jahren waren wir das letzte Mal hier auf den Tag. Ja? Ja. Aha. Und Fetschen, da haben sie den einen Song gespielt. Ja. Welcher war das noch? Welcher war das? Ja, das war irgendwas mit Poker!
Gaga. Lady Gaga. Ja, stimmt. Ja? Poker. Poker? Digga, ist nicht oder? Das stimmt, ganz sicher. Ja. Er ist einfach nicht. Aber jetzt lass uns gehen ins Jahr 2053 zurück. Ja, okay. Lass uns ins Kino gehen. Manta Manda kommt zum 44. Mal. Komm her! Hopp. Also, wenn das das Resultat von eurer Haartransplantation ist. Das wollte ich auch sagen. Und außerdem, wie alt sieht die aus mit Mitte 60? Also. Ich bin immer noch geschockt, Dennis. Ich dachte, ich altern würde, aber. So, aber okay. Wir haben ein paar Tipps gehört. So. Ja, das waren keine Tipps, das war Wettbewerbsverzerrung. Probier's, du hast jetzt die Chance, noch was ja, zu sagen. Ja, Pokerface, Lady Gaga, Featuring. Ja. Kid Cudi, was weiß ich. So, Tyler. Leute, war das jetzt Lady Gaga, Pokerface featuring euch beiden? Nein! Habt ihr es gecovert? Das ist eine Antwort. Leute! Einfach zuhören! Ja! Warte, lass dich nicht verwirren, denke geradeaus. Denke! Einfach machen. Ja, ja, was machen wir denn hier? Das erkennt man! Das war natürlich Lady Gaga! Featuring Cartman! Cartman! Eric Cartman in Pokerface! Ach so! Das ist... Hey, halt's Maul! Ich bin Eric Cartman, ich hab das gesungen! Aber spinnt ihr jetzt komplett? Können wir hier bitte ordentlich spielen? Das ist ordentlich! Wenn halt Leute aus der Zukunft kommen, dann ist das so, das kann ich nicht unterbinden. Arbeitslose aus der Zukunft. So, so. Ja, also wir! Hanne Katrin hat sich einen Song gewünscht. Super. Ja, ja, perfekt. Tolle Frau. So. 001, weiter. Was los, Digga? Jizzes featuring Beginner. Anmal. Anmal. Mann! Jeder sagt, Digga, heutzutage. Wir bauen Hamburg wieder auf die Karte. Ach, Mann, ja. Ach so, den kennt man. Oh. So. Jizzes? Mit Seed? Nein! Ja, Leute, ich hab versucht! Hey! Jizzes mit Gentleman. Anma. Ed! Ja. Nein! Beginner noch. Ja, ja. Oh, Jizzes, Beginner, Gentleman. Anma. Aber Gentleman hätte man warten müssen. Gentleman ist deutsches Snoop Dogg. Tobi. Das Rap-Teil. Go. So. Also, 001. Weiter. Ja, es gibt kein Chemie, keine Vergleiche, keine Konkurrenz. Oh, ja. Das Lorena. Ist Shirin David und Helene Fischer, Atemlos durch die Nacht. Ja! Atemlos, Hände frei. Großes Kino für uns zwei. Heute sind wir ewig tausend Gäste für alles, was ich bin, teil ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, ändern wir uns glaub nicht. Komm in meine Hand und geh mit mir. Toller Kirmes-Song irgendwie, ne? Ja, so weiß eins aufsteigen und nochmal hoch. Nächster Song. Oh. Das aber da war jetzt gegen beide nicht. Aber vielleicht nicht fest genug gedrückt. Chiago featuring Otto Walkes, Friesenjung. Mann, was? So, Tyler. Chiago featuring Otto Walkes und Joost. Mann! Ja! Der Künstler will sich äußern. Der Künstler will sich äußern. Du hättest darauf achten sollen, als wir bei der 1Live Krone waren, saßen wir doch am Tisch. Ich mit weiß diesem besoffenen, das. Lauten Holländer, der die ich ganze Zeit so rumgerührt hat. Das war Joost. Ja. Ich weiß das doch. Anscheinend nicht. Hast du gar nicht mitbekommen, Felix, ne? Was so in deinem Film. Ja. Du trinkst ja so gerne Pilzbier. Okay. Was trinke ich gerne? Nur Pilzbier. Der Schaum vom Pilz. Trinkst du auch gerne. 0, 1, 2, weiter.
Da kann die Zeit hier noch zurückdrehen. Weißmann, Weißmann. Guck mal, sie. Bushido, Karel Gott für immer jung. Ja! Ja, Entschuldigung. Ey, ich seh das nicht. Für immer jung. Ein Leben lang, für immer jung. Da muss ich an der schöne Zeit erinnern. Corinna. Wenn ich für immer. Für immer jung, seid doch ihr da draußen. Schreibt jetzt mal Songwünsche in die Kommentare. Abonniert den Kanal und bleibt so cool. Okay. Pow, weiter. Ich kann nicht bleiben. Es ist zu spät, steig mit ein, wenn es dir genauso geht. Komm, fahr mit mir, im 4x4. 1600, ein Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann. Das wäre doch einfach gewesen. Tokio-Hotel. Kraftklub. Fahr mit mir 4x4. Gewinn-Hotel und Kraftklub. Gewünscht von Lina Trina Bambina. Oder gewünscht von Marc Eggers. Kann natürlich auch sein. Ja, klar. Eins. Starker Song. 112. So geht gut. 112 ist auch eine tolle, wichtige Nummer. Immer bitte aufschreiben. Falls was brennt. Weiter. Lil Nas X. Billy Ray Cyrus, Old Town Road. Ja! Ja, die zieht ab, ab. Aber das Schlimme ist, war Kyler sonst auch immer so stark? Kyler war immer gut, immer sehr stark. Warum sagt einem das denn keiner? Was kamelst du da? Finch, was ist los? Kyler ist gut, aber die macht sehr viele Punkte, aber ins Finale kommst du ja auch mit wenig Punkten. Hauptsache, du hast mehr als die anderen Bäden da unten. Das hast du richtig ausgerechnet in einer Stunde. Ich muss mich motivieren. Und das Finale ist wieder auf Null. Ja, da ist wieder auf Null. Und das Finale ist wieder Null. Ich muss euch motivieren, mich motivieren. Sie zieht ab gerade alles. Dann gibt es einen Einblick ins Fürstenwalder Abitur. Das ist für uns. Habe ich nicht. So, Lorena und Felix, ihr beide einen Punkt. Ja, hier muss jetzt was kommen, wir wissen es alle. Genau. Das ist alles Scheiße, was hier passiert. So! Felix hatte gerade. Nächster Song! Ein Goldbarren ist für uns das alle. KZ, Henning May, Hurra, die Welt geht unter. Ja! So. Ne? So, Lorena, kriegst du hast meine Mische? Ich freue mich schon auf Singen. Ist das deine? Das anscheinend nicht mehr. Ja. Das sind nur Säfte, frisch gepresst. Ja, klar, ich nee, das ist Wodka drin. So. Der alkoholfreie, der tolle von Netto. Es gibt auch Lidl. Nee, 2-1-3. So, man darf dich einfach nicht reden lassen. Weiter. Eminem, Dido, Stan. Ja! Gewinn von Peacekeeper. Peacekeeper, Friede ist heutzutage sehr wichtig, liebe Freunde. Make love, not war. Aber Drachen sollen fliegen. Lass mich bitte los. Drachen. Komm mit mir ins... Nee, der fängt an. Oh, Hans, oh, nein. Auf deine eigene. Aber warum sind das Features, die verrückt sind? Das ist ja kein verrücktes Feature. Das ist verrückt, Hammer. Das ist eine Popsängerin mit einem Rapper. Das ist absolut debbable. Es ist zu wild. Zu wild. Debbable? Absolut zu debbable. Okay. Okay, weiter. Und wenn er steht, dann klopft er ein. Ey, ich hasse diese Sendung. Bist du hier rein? Ja, dann bist du dran. Ich bin gut. Hallo? Hä? So, hast du ihr zugeguckt? Ja, guck mal, das wie war sie Nico Santos. Ja, was schöpf ich? Stopp, Ruhe! Hey! Seid mal alle! Ruhig! Das war Nico Santos, dicht und doof, Rudi das Russenschwein. Ja! Also lass mich heute dein Russe sein. Wir singen Humba, 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 Tötere. Das bin ich! Tötere, Tötere.
Das ist unser Wir-haben-es-geschafft-Moment gerade. Ja. Genau, danke schön. Deutsche Nationalhymne. Okay. Ich glaube, ich finde, das muss während der Heim-EM in der Kabine laufen. Ja, gut. Dann läuft der Leroy Sané auch ein bisschen mehr. Stimmt, man kann es ja eh nicht laufen. Okay, nächster Song. Das ist Elton John, Dua Lipa, Tiny Dancer. Entschuldigung, was? Nein, Tiny Dancer ist falsch. Ach, scheiße, ich weiß nicht. Ach so. Was weißt du? Keiner! Dua Lipa, Elton John, Hold Me Closer? Felix, bitte. So. Mit Ruhe. Dua Lipa, Elton John, Tiny Dancer. Nein, Mann! Nein, hast du nicht! Ja, weil du so geflüstert hast! So, ja, Britney Spears ist gewesen, nicht Dua Lipa. Britney Spears! It's Rocketman. Die Britney wäre es gewesen. Britney Spears. Hab ich einfach nachgelabert. Britta Speer wäre es gewesen. Die darf man nicht reden lassen. Nächster Song. Kein Plan, ich denke gerade an dich. Ich will zeigen, was ich fühle, doch ich kann's nicht. Doch du sollst wissen, ich hab keine böse Absicht. Deswegen schick ich diese Nachricht. Wir uns doch lieben. Warum tun wir uns weh? Ich weiß nicht. So. Capital Bra, Lea, wenn wir uns doch lieben. Nein! Doch wenn nicht, dass du gehst. Du schreist mich an und ich geb dir die Schuld. Und der Nachbar von oben will 1-1-0. Capital Bra und Lea 1-1-0. Nein. So, Lorena, deine Chance. Ja, warte mal, warte mal. Bei uns ist ein bisschen anders, wir kennen uns seit dem Spielplatz. Batman! Wir zwei, damals schon im Jugendheim, findest mich nicht komisch, weil ich ständig mit mir Krieg hab. Du liebst mich, obwohl ich es am wenigsten verdient hab. Mein Herz ist gebrochen. Vielleicht hat noch jemand gefehlt, ne? Da wäre nämlich noch. Ja, keine Ahnung. Sandra! Kam der Bra, Sandra und Lea, 1-1-0. Anai, 4-5-3, die Song gewünscht. Hab drei Punkte, wa? Aber du warst auch ganz im Text sicher, ne? Ich habe eine schwere Zeit hinter mir. Agu, 1-1-0, schon mal gewählt? Ja, klar, ständig. Nach der Sendung wahrscheinlich. Ja, aus Wilmersdorf. Okay, 3-2-3, weiter geht das allerlei. Jay-Z, Linkin Park, Encore. Ja. Batman. So. Jay-Z, Linkin Park, Namen. Ah. Oh. Richtig. Oh. Oh, tut das weh. Das tut weh. So, Kyla, jetzt hast du noch die Chance. Kyla, bitte. Nicht helfen. Oder? So. So. Jay-Z, Linkin Park. Und? Wie heißt der Song? Ja. Vorbei, ist nur ein Lieblingsmarke, aber... Namp-Encore wärst du reich gewesen, oder? Namp-Encore! Ein Applaus für diese tolle Nummer! Hoch die Hände! Es wäre beides gewesen, ihr beide... Hätten sich Lorena und Felix verbunden. Ich wollte gerade sagen, wir können auch einen halben Punkt geben. Ich hätte sie verbinden sollen. Oder so, du hättest Arbor spielen müssen. 1-1. Anscheinend nicht. 3-2-3, weiter. Oh. Ganz Pop-Sachen, keine Ahnung. Warte mal. Es wäre gewesen. Ja. Coldplay und BTS, My Universe. Ah, BTS. Niemals. Ich
Gefühl, ich stehe hier schon drei Stunden. Ja, ey. Ja, ihr seid warm. So sterbt ihr nicht in euren Jacken da, ey? Nee, wir. Das doch, steht runter. So. Nächster Song. Du hast gesehen, dass dieser eine Stein besonders geil ist. Du hast ihn mitgenommen und nicht im Meer versinkt. Hast ihm einen großen, warmen Platz in deinem Herz geschenkt. Kennst du noch den Ort, wo ich auf dich gewartet hab? Seite an Seite mit dem anderen Stein lag ich da. Ich war kalt ohne Heimat und alleine. Sido und Mark Forster, mit einer dieser Steine. Ja! Ja! Ey, ich hab geraten! Was ist denn für ein langer Titel? Einer dieser Steine. Cool! Cool! Ey, cool! So, Kyla, was ist dein Lieblingsstein? Der Crackstein? Speckstein, hast du da Antworten? Speckstein. Streustein, wenn es im Winter eisig ist. Genau, so rum. Genau. Du hast 4 Punkte, Kyla. 1 Punkt noch, Mann, und du gewinnst die Runde. Kyla ist unschlagbar. So, aber ist doch alles drin. So. Danke. Weiter. Oh, komm. So. Finch, Blümchen. Nein. SOS. Nein. Man weiß ich doch nicht. Nee, ich guck gerne nicht einfallen. Mach meine Ohren sauber. Ey, nicht vor. Nicht sagen. Nein. Das ist so schwer, ist es nicht? Weiß man. Vielleicht ausgebuzzert hier. Was wär's gewesen? Domitiana, Blümchen und SOS. Ja. 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 Ich hab Domitiana mit Finch verwechselt. Ja, das ist nicht. Gleiche Stimme. Beide sexy Outfits an. Passiert ist. So, Agu, du kennst Domitiana? Ja, wir sind in einer Beziehung. Aber das weiß keiner. So, 3, 2, 4, weiter. War nur Spaß. Ich fühle mich so wie Tupac, jetzt bei unserer Show steht eine riesengroße Schlange wie im Urwald. Mani wie Nina Chuba, cooler als wie ein Kühlschrank. Ich komme mit dein Gesicht wie der Vielmann und zieh ab im Lambo, 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 Lambo. Money Boy. Was könnte es sein? Komm schon. Lambo heißt der Song. Vom Bruder. Und der Feature-Gast auf diesem Song ist. Weiß eh keiner. 3, 2, 1. Weiß keiner. Lambo, 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 Lambo. Das war Menas Moos. Menas Moos wäre es gewesen. Moneyboy featuring Menas Moos. Lambo, Lambo, Lambo. Es gibt noch ganz viele andere Automarken. Fiat Punto und genau. Dennis Toyota. Und ich sind klimaneutral unterwegs und fahren nur ICE erster Klasse. Wir sind heute aus Düsseldorf zu Fuß gekommen, extra, und haben uns noch gar nicht umgezogen. Dankeschön dafür. Schön zu hören, wichtige Message. Das war wirklich eine Runde gewesen, wo ich wahrscheinlich so laut. Dana, Blümchen, hätte ich Nummer, hätte ich oben. Okay, immer noch 3, 2, 4, weiter. Mann. Hey, der ist gewonnen. Das ist für mich. Ich habe dich stolz, fahr mal an den Ort, also stolz. Wir wurden auf den Schaß, sofort dein Schaß, da haben wir mit den Jahren enttäuscht. Ich nehme keine Truppen. Ich mag nur den Geruch von Rot. Du traust auf den Boden. Das ist ja unsere Runde gewesen. Haftbefehl, Paul Hartmann, keine Drogen. Nein! Wir machen die Runde zu. Es wäre gewesen Geruch von Koks. Geruch von Koks. So, Lorena, wie riecht das? Sag ich euch später. So, Geruch von Koks, toller Song. Keine Überleitung jetzt von dir. Nächster Song. Miami, New York, say no more.
On the floor, Jennifer Lopez und Pitbull. Ja! Und damit gewinnt Tyler diese Runde. Riesenapplaus! Das ist das Beste, Hammer, was hört! So, stopp, ihr bleibt doch! Yeah! Ja, aber ich bin auch so. Sitzen bleiben! Felix, hinter das Podest! Also kann Felix, kommen wir jetzt zurück! Ja, ist alle gut. Zurück! So, lass mich hier nicht anschreien! Lorena, so. Ich müsste jetzt gewinnen. Du singst einen tollen Song, und zwar oder, Diamonds von Rihanna. Das ist dein Felix. Verlieren. So, gerne mitwippen. Deswegen bin ich eigentlich hier. So, Strafkaronke. Oh. Ihr singt mit, okay? Na klar. Find light in the beautiful sea, I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. All right. Auch halt jetzt eine geile Runde. Also eigentlich, wenn ich gegen euch beide Spieler bin, ich wieder hinter nochmal. Ja, noch einmal. Ja. Jetzt bräuchte irgendwas. Vielleicht will ja Herr Dieter Bohlen das mal bewerten. Du, hast du, Lorena, wie du das gemacht hast. Du hast das Gesamtpaket, du hast den Groove. Und ich habe keinen Streit mit Thomas Anders. Ich verdiene gern Geld, ja auch, du. Und das ist das Einzige, ne? Nadel! Solange du das immer auf Faust bekommst, ist alles in Ordnung. Ja, wir können doch mal in die Tabelle gehen, du. Ein bisschen Normalität. Okay, Dieter geht mal in die Tabelle. Oh, aber zeig mir die normal. Scheiß geile Tabelle. Normal. Ja, guck mal, wie sich das jetzt bewegt, du. Boah, wow, Keiler! Keiler oben, Lorena und Thiago. Aber man sieht schon. Keiler und Schwarzer. Felix und Finch, ihr könnt es auf jeden Fall noch schaffen in der nächsten Runde. Die letzte. In der nächsten Runde spielen. Thiago, Lorena und Keila, die können sich schon mal umsetzen. So, einmal ganz kurz umstellen. Trink gern was. Trink gern was. Thiago, Lorena und Keila. Ja, Keila, kannst auch noch sitzen bleiben, stehen bleiben. Die Dame möchte etwas trinken. Das ist natürlich erlaubt, klar. Möchtest du was trinken hier? Nee. Gut, super. Du bist hier ganz vorne, genau. Thiago hier vorne. Wir suchen Songs und zwar geht's in der Runde 5 um Hip-Hop. Für die Rubrik Hip-Hop, Hurra! Suchen wir Songs. Gerne hippity-hoppity-Songs in die Kommentare, sagt man nämlich so im Hip-Hop. Sagt man, ja. Und es gibt tolle Hip-Hop-Hits, wie zum Beispiel alle Lieder von Sido, die er ab 2020 gemacht hat. Und natürlich auch, was gibt's noch? Notorious B.I.G. Zum Beispiel, ja. Oder ich sagen, wir Reptile. Jetzt, sollen wir jetzt auf Finch und Felix warten, bis die kacken waren, oder sollen wir weiterspielen? Ich würde sagen, wir entscheiden das jetzt, dass wir einfach die Leute hier nicht warten lassen, wie die sich ungehobelt verhalten. So. Ist das deren Pech? Sie verpassen eine tolle Show. Kommen wir zur nächsten Runde. Heiß und fettig. Songs aus diesem Jahr. Und es gab viele Songs für dich. Thiago, es war ein tolles Jahr für dich. Du warst auf der Erfolgswelle ganz weit oben, bist mitgeschwommen. Bis heute. Bis heute natürlich. Was war jetzt dein Highlight? Gelandet. Jetzt bist du hier, hier gelandet, natürlich. Am Bodensatz der Entertainment-Gesellschaft, aber wir kratzen dich auf. So, Lorena ist auch deine Mucke wahrscheinlich dieses Jahr. Genau, so gut, dass du übergeben musst. So geil war die Mucke. Ich habe so schnell was getrunken, ich habe mich voll verschluckt. Willst du noch mal einen Schluck Wodka E? Nee, hat Felix mitgenommen. Okay. Ja. Oh. Okay, Keila, du bist gerade richtig gut dabei. Für dich nochmal einen Applaus. Du bist gerade richtig. Und auch ihr da draußen,
Nutzt den Hashtag EDS Live. Das steht doch irgendwo schon im Bild, oder? Irgendwo? Nein, das steht hier nicht im Bild. Das muss man sich denken. Alles klar, muss man sich denken. So. Viele Grüße an die Leute im Chat. Unten steht auch das Hashtag, der, die das Hashtag hier. Ja, genau, Opa, da steht was. Richtig. Okay. So, los geht's! No Miley Cyrus Flowers. Ja! Den kennt man, den kennt man. Klar. Ich hasse diesen Song. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann ihn wirklich nicht mehr hören. Tot das gehört den Song. Die hat doch voll geslayed. Was hat die? Geslayed. Die slayed immer noch. Die slayed immer noch. Sie ist eine Slayerin. Weil kann man, wie slayed man? Weil ist ein Slay-Moment? Wenn man krass ist einfach. Ja, ja. Okay. So wie ihr zwei gerade. Wir slayed. Slayed. Jo. Wir machen nach der Show einen schönen Flashmob und ich kenne alle neuen Trends. Ja. 001, weiter. Post Malone, Chemical. Ja! Nika! Ihr macht es mir zu einfach, so ein Schnuck. Du bist zu krass. Ey. Richtig, auch in dieser Runde, es gibt einen Joker, also ihr könnt gerne nach vorne rennen. Ich glaube, nicht warten, bis die beiden wieder da sind, bis der Joker Robert, ausgewählt wird. Das ist mir egal, wir machen weiter, nächster Song. Ich sperre mich selber ein, ich baue mir ein Gefängnis, ja. Ich laufe 1000 Kilometer im Kreis, muss wohl einen Schritt zurück. Oh, damit gebuzzert! Ah, Joker! Oh. Warte, ganz kurz. War das okay? Ja, warte mal, ganz kurz. Agu war schneller mit dem Buzzern, das heißt, der Joker wurde nicht ausgewählt. Ja. Du warst zu langsam. So, Agu, jetzt hau mal raus, was war's? Das war leer mit... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee. Nein, ich hab schon gedrückt. Aber man kann ja. Man kann ja, klar. Aber ich weiß sogar. Ich weiß das sogar. Wird der Joker aktiviert, Kyla. Genau, geh zurück, du hast schneller. Oh, es tut mir leid. Ist egal. Jetzt weiß ich es sogar. Ich weiß es sogar, wir schauen rein. Verdammt. Ist das Orakel? Oh Gott, was kommt denn da? Riesenapplaus für Pumuckl! Applaus für Pumuckl! Oh. Ey, tut mir leid. Grüß dich. Hallo. Wer ist Pumuckl? Ist das kleinste Pferd der Welt? Dieser Applaus. Das hat Schuhe an und sowas. Ja. Wollt ihr auch noch mal ganz kurz streicheln? Agu, vielleicht mal streicheln? Ich dachte gerade wirklich, das wäre wegen den Beinen, das wäre ein Hund verkleidet als Pferd. Und dachte so, hä? Nein, das bin ich. Nein, das ist Finch, der hat sich kurz umgezogen. Boah. So. Ja. Wollt ihr auch mal streicheln? Komm. Nein. Ah, okay. So, ja, okay. Guck mal, gern wieder zurück, Dennis wird den Joker erklären. Ja, guck mal, da kommt noch Lorena, probiert auch noch mal. Hi. Sie hat sogar Schuhe und so ein Tuch und einen Hund. So, Lorena, wieder zurück zum Puls. Jo. Dennis erklärt den Joker. Ich erkläre die Regeln, und zwar, guck mal. Ihr habt was verpasst, schaut mal her. Felix Finch, guck mal, was wir haben. Finch, du auch? Möchtest du noch streicheln? Ich will streicheln nochmal. Oh. Applaus. Große Familienzusammenführung hier. Oh, du hast einen cooleren Hut. So, wieder ich zurück. Ich erkläre den Joker. Schleich dich. Schlechti. Wer hat denn eigentlich den Joker ausgewählt? Keiner ist deiner. Keiner hat den Joker. So, wir bekommen jetzt hier drei Näpfe reingebracht. Unter einem Napf ist die richtige Lösung. Unter anderen beiden Näpfen ist eine Niete. Und Pumuckl entscheidet quasi dadurch, wo er zuerst nascht, welcher Umschlag ausgewählt wird. Ja. Da sind die Näpfe. Genau, vielleicht so ein bisschen weiter vorne, damit du einen kleinen Weg machen musst. Genau. So. Und gerne noch ein bisschen weiter vorne, damit wir ein bisschen Weg haben. Super. So, Pumuckl. Darf ich gerne naschen? Umschlag möchtest du? Oh Gott. Wow. Ah, ja, die Möhren waren zuerst. Nee. Die Möhren waren zuerst. Oh Gott. Ja, Pumuckl ist gierig. Oh Gott. Schon die Mitte, oder? Schon die Mitte. Aber Pumuckl hat zuallererst die Möhren ausgewählt. Die Möhren. Deswegen müssen wir den Umschlag natürlich nehmen. Dennis, hol ihn dir schon mal. Ja. Und Pumuckl, oh. Oh. Ich könnte einfach so 2 Stunden hier stehen. Okay. Gut, so. Schauen wir mal, ob das die richtige Lösung war oder eine Niete. Es ist leider eine Niete gewesen. Oh.
Und diese Niete ist folgender Fun Fact: Benny war mal Torwart und hat in einem einzigen Spiel 33 Gegentore bekommen. Und damit verabschieden wir uns auch leider wieder von Fumuckl. Danke, Fumuckl. Riesengroßer Applaus für Fumuckl. Lecker. Er hat einen Cowboy-Stiefel verloren. Komm ran. So. Ja, du bist gesperrt, Kyla, Lorena und Agu. Du darfst nicht mehr. Lorena darf weiter. Lorena darf weitermachen. Weiter geht das. Darf ich sagen? Jetzt weiß ich auch, wenn es zählt. Der Young Yuri und Lena Meyer Landrut verbüßt. Ja, das ist völlig richtig. Riesen Applaus. So. Remix. Aber kein Punkt. So, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Song. 2:0 für Kyla schon wieder. Dua Lipa, Dance the Night Away. Lorena? Dua Lipa, Dance the Night. Ja, völlig richtig. Noemi. Dance. Oh, aber das süß gerade, krass, ich komme gar nicht drauf klar. Wir machen direkt weiter. Thermometer schneit, doch es fühlt sich wie Herbst an. Casper und Crow, Sommer. So, 1-1-2, weiter. Olivia Rodrigo, Vampire. Yeah! Boah, bin echt ratlos. So, ah, drei. Beiß dich nicht auf. Mein Blut ist zu lecker. Aua. Das spritzt. Süß. So, ein bisschen auf süß. 1-1-3, weiter. Und ich hab eine Lösung. Und alle rasten völlig aus, die ganze Erde brennt. Nur aus dem einen Grunde, dass der Reißverschluss brennt. Reißverschluss brennt. Reißverschluss eingeklemmt. Reißverschluss. Alexander Markus, Reißverschluss? Ah, verdammt. Alexander Markus, Reißverschluss klemmt? Nein! Ich hab mir wirklich ein Ticket für Alexander Markus Konzert gekauft im Februar. Wow. Ja, gute Wahl! Gute Wahl. Ich habe auch einen Song, Dennis. Reißverschluss geht nicht zu. Ja, das so. Ist dein. 1-2-3, weiter. Wir lösen auf. Fiesto Lay Low. Aber ganz kurz in der Regie. Für den Song, ich habe ein Talent, ich kann den Fingerdance und ich kann so tun, als wäre ich DJ, obwohl ich keiner bin. Das macht die originalen Bewegungen. Okay, Lorena, Dennis ist jetzt DJ und jetzt seid ihr bei Tomorrowland. Geh mal weg, Lorena, okay. Bitte. Und jetzt müsst ihr den Song nochmal anmachen. Ich mache wie ein Problem. DJ. Okay. Du
muss schon Supertalent. Der ist direkt ein Golden Buzzer, du. Weiter. Die Karre geparkt von der Venue. Guapo und Rum auf dem Menu. Weiße Luft in der Lunge. Happiness macht die Runde. Nein, ich glaub, ich will. Trettmann, 0299 in der Nacht. Nee. Ja! Ja! Da, 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 da. 2, 2, 3, weiter. Das ist das Lieblingslied meiner Mama. Pink Trustfall. Gucken wir uns an. Ja! Melanie GHG hat sich den Song gewünscht. Schreibt den rein. Das ist Trustfall, Baby. Das heißt Vertrauensbruch. Nein. Nein, das heißt, dass man sich so, dass man Leute vertraut, dass man nicht nach hinten fallen lässt. Das ist das. Das heißt, dass man Leute. Willst du mich auch fragen, nee, oder lieber. Nee, wir lassen, machen das gar nicht. 2, 3, 3, weiter. Bones MC, das ist Bones. Ja! Yeah! Yeah! Das ist Bones! 3, 3, 3. Weiter. Ugh, you can't take this one. Agu? Doja Cat, Paint the Town Red. Ja! Finch, Lieblingsfarbe? Rot. Super. Passt perfekt. Wie die Union, wie die Eisernen. Nee, sag nicht die Union. Oder wie die Union. Roten Bullen. Roten Bullen, Leipzig. Tor! Tradition schreiben wir mit dem großen roten R. Es steht 4-3-3, Matchball für Thiago, ja. Genau. Was mit dem? So. Weiter, Matchball, Agu, weiter. Aus Kreuzberg an die Spitze der Charts, von Hahn und Kampf bis Rap über Hass. KZ, Görlitzer Park. Aber jetzt haben wir was ganz Bekanntes. Und damit bist du Thailand und Lorena schon mal nach vorne. Ihr habt ein Duett. Schön. Ihr habt ein Duett und ihr singt. All I want for Christmas is you von Mariah Carey. Mariah Carey. Wollte ich mal sagen. Danke, Tommy. Wir drehen uns um. Ja, bitte, da ist das. Achso, okay. I don't want a life for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you. Oh!
Mikros werden euch abgenommen. Das war jetzt aber ein bisschen mehr als 60 Sekunden, wa? Das ist ein kleines bisschen Giovanni Zarella Show, schwebt ja die Studio. Tolle Performance. Danke. Buena sera, liebe Freunde. Ja, wir schauen in die Tabelle, die ist nämlich schön, die Tabelle. Guck mal, ich schaue ganz gerne mal rein. Und guck mal, wer wo steht. Oh, das ist eine tolle Tabelle. Da bewegt sich einiges. Wir stehen kurz vor Finale. Ja, da ist sehr viel Bewegung im Spiel. Viele Punkte sind da am Start und viel zu sehen. Es ist alles noch offen, oder? Wir schauen rein. Wir schauen rein. Ja, klasse. Guck mal, siehst du das nicht? Da, guck mal, die schönen, die Grafik, die da rumschwirren, diese kleine, das Geräusch des Coins, die Namen, die Bilder, der Hintergrund. Dieses Blau. Die sämtlichen Punkte, die gerade hier erscheinen. Es sind so viele Punkte. Wir haben das System lahmgelegt mit unserer Performance. Das ist natürlich. Ja, das ist wieder das. Also wieder da. So, wir haben es gesehen, liebe Freunde. Ich kann euch jetzt schon mal draußen verraten, wer als nächstes spielt. Und zwar Chiagu, Finch und Felix Lobrecht. Die spielen. Applaus für Kyla und Lorena. Stark. Schreibt uns jetzt schon mal eure Songwünsche in den Chat, und zwar fürs große Finale. Alles ist erlaubt, liebe Freunde, haut alles rein. Es kann romantisch sein, Pop, bisschen EDM, elektrisch und vielleicht ein bisschen was für den Kopf, bisschen was fürs Herz, bisschen was für die Kniekehlen. Haut's einfach rein und wir werden es sammeln und ihr seid Teil dieser unglaublich tollen Show. Und jetzt geht's los. Stopp, hier ist eine Meldung. Können wir nochmal eine Tabelle sehen? Also, wenn du die nochmal sehen willst, können wir sie nochmal einblenden, gar kein Problem. So, wir schauen uns das mal an. Da bewegt sich einiges. Ich brauche gar nichts mehr machen. Kyla, Agu und Lorena. Ist ja egal, was ich mache. Es kann noch alles passieren. Mir ist auch egal, was ich mache. Finch, du kannst doch ins Finale kommen, wenn du ganz viel Glück hast und es viele grafische Fehler gibt. Genau, dann bist du im Finale. Ansonsten, falls die Regie sich irgendwas ausdenkt, dann vielleicht immer noch. Finch braucht 5 Punkte jetzt. So. Finch, trotzdem natürlich. Halt den Stolz bei dir. Es bringt mir auch nichts, irgendwie als erster Platz zu sein, oder? Also es bringt natürlich. Erstens fürs Ego, ist ein guter Push. Okay. Und zweitens natürlich auch für deine Fans. Die enttäuscht du dann nicht. Ja, stimmt. Ihr habt beide schon dreimal gespielt. Guck schon ein bisschen. Wir haben schon dreimal gespielt, wa? Mhm. Die letzte Runde. Ihr habt beide schon dreimal gespielt. Okay. So, los geht's. 50 Cent in the Club. Ja, das war ein Fehler des Moderationsduos 2023. Wir hätten die Kategorie erst ansagen müssen. Wir machen es doch mal. Der Punkt zählt natürlich, ist für dich doof. So, 1-0. So sieht's aus. Das Finch. Ja, es kommt Auflösung, super. Was ist denn hier los in der Regie, ey? Da werden schon die Weihnachtsferien eingeläutet. Es ist gerade der Wurm drin. Da ist der Wurm drin, ja. Das Finch hat mich so überrascht. Ich würde jetzt gerne noch mal den Opener sehen. Den habe ich hier nicht umsonst gebastelt. Ah, wir haben ihn noch gerade gesehen. Ich möchte ihn noch mal im Vollbild sehen. Hier ist Hip-Hop Hurra. Hip-Hop Hurra. So, wir starten diese Runde mit einem Punkt für Felix Lobrecht. 1-0-0. Weiter. Agu? Paschanem, Airwaves. Richtig! So, liebe Freunde, wir haben natürlich auch einen Joker, der darf gebuzzert werden. Na klar. Mit gebuzzert vielleicht gleich. 1-0-1, weiter. Busta Rhymes, Mobb Deep, Ain't The Up. Nicht Mobb Deep, nein! Joker kann gedrückt werden. Da wird der Joker ausgelöst. Okay, Riesenapplaus für den Buzzer. Wow. Ausgewählt. Welcher Joker wird ausgewählt? Es ist die heiße Leitung. Was verbirgt sich hinter der heißen Leitung? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh Gott! Oh mein Gott! Legende. Kennst du noch? Neun Live. Ganz aufgeregt. Ich raste gleich hier komplett aus, Freunde. Gott sei Dank suchen wir keine Tiere mit einem Alha, wir suchen einen Song. Und wenn das nicht sofort einen raus hat, wir haben hier 10 Geldpakete, heute haben wir da ein bisschen was drin, Fleisch.
Wir haben ein bisschen Schweineschulter, 5000 Gramm für veganer Hirse. Könnt ihr gleich später im Quizcenter, könnt ihr tauschen, wenn ihr das raus habt. Irgendeiner braucht da draußen jetzt mal die Nummer B. Da ist sie. Kann man sich ganz einfach merken da. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, Nase. Einfach reinkippen da. Und Abfahrt. 20 Euro circa pro Anruf. Günstig. Können Sie gleich auch mehrfach anrufen, sage ich jetzt mal. Irgendeiner muss die Lösung haben. Hier im goldenen Umschlag. Da ist die Kiste drin. Also welchen Song suchen wir? Achtung, ob Button sucht. Es tickt. Trommelwirbel auch da. Man hört's nicht, aber er ist trotzdem da. Sag ich jetzt mal. Achtung, Anrufer. Konzentration. Welcher Song? Freunde, machen Sie mich nicht wahnsinnig, sonst knallt's hier im Studio. Du, ganz ehrlich. Halt, wer's raus? Nummer wählen. Zack, zack, zack. Günstig. Mal einmal durchkommen. Jeder kommt hier durch. Ein Anruf. Zack. Achtung. Tickt. Anrufer da, ja, nein, vielleicht. Regie. Haben wir jemanden in der Leitung? 5. Aha, zugeschlagen. Gut. Wer ist am Telefon? Hallo? Ja, hab ich gehört. Hallo? Hallo? Hallo, hier ist Christiane. Hi. Christiane, hier ist das Fernsehen. Bist du 18? Ja, natürlich, natürlich. Ja, ja, sagen sie alle immer. So, hast du eine Lösung? Wir suchen einen Song. Ich habe ihn hier im goldenen Umschlag drin. Sag an, komm. Aber verkack's nicht. Ich verkack's nicht. Es ist M.O.P., Busta Rhymes, Teflon und Remy Martin mit Anti-Up. Okay, hört sich gut an, noch nie gehört. Es ist... richtig! Richtig, Antwort! Okay, yeah! Also die Joker, sorry. Völlig richtig. Das war ein ganz großer Applaus für Max Radin. Riesengroßer Applaus für Max Radin. So, das ist unsere Gage. Wunderbar. Kommt gleich bei uns im Backstage. Fünferschein, genau. Super, klasse. 2-0-1 steht's. Ist noch alles drin. Weiter. Eminem Rap God? Nein, Eminem unavailable. Finch, hey, weißt du's? Wir machen die Runde zu. Eminem Juice World Godzilla. Godzilla. Okay. Eminem Juice World und Godzilla. Eminem und Juice World Godzilla. Wie eine Sprachnachricht, die man auf 2 einstellt, ne? Kurz weg am Rande, im Prinzip ist es so. 201, weiter. Flasche Luft, BAZ. Ja! Luft kann man trinken, hä? 301, weiter. Der sitzt mir ein bisschen zu nah mit der was Hand. Was ist jetzt mit Batman Jason, nur ein kurzer Hype? Was ist jetzt mit, ja, die Kleine spielt die Shows nicht live? Wo ist jetzt die Hip-Hop-Polizei? Sag mal, was hatten die nochmal für deutschen Female-Raps so prophezeit? In meiner Welt ist scheißegal, ob sie eine Rolli tragen. Nur ein paar Blender, die Nobelbahn Probe fahren. Ich hinterlasse euch keine Promophase, sondern ein ganzes Scheißland voller heißer Perlen mit roten Haaren. Egal was ich mach, sie suchen sowieso den Haken. Ich lass mir nichts von ein paar weißen alten Opas sagen. Hä? Ich bin mehr als eine Hochbegabte. Traut euch. Für alles, was ich bin. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich rate jetzt einfach Bad Moms J a cappella. Für alles, was ich bin, gibt es in anderen Ländern die Todesstrafe. Jordy Bag, halt die Titten in die Cam. Rapper immer noch in DMs, doch ich sticke nicht mit Fans. Die letzten 7 Jahre nicht von Mitternacht am Pen. Denn wir schlafen nicht, ich kam nicht auf dem Kissen in die Trance. Bad Moms, strap on, sowas nenne ich feminin. Deutsche Rapper holen sich Feature ab auf ihren Knien. Guck, bin in Bestform, catch up mit 20 Jahren MVP. Nein, ich bin nicht arrogant und Nutte, ich bin aus Berlin. Es ist nicht erraten. Es wäre gewesen, wir schauen es an. Und zwar Bad Moms J mit Survival Mode. Und hier ist sie, Bad Moms J.
ab. Claudia, in die Mitte. Na du. Wir teilen uns ein bisschen auf. Ja, ganz schön. So, Jordi, toller Song und super Künstlerin, echt großer Fan. Und du bist auch hier, um zu supporten. Mhm. Und zwar, Finch braucht nicht mehr supportet werden, der ist stark genug im Herzen drin. Agu auch. Agu auch, aber Felix Lobrecht braucht Hilfe. Geh doch bitte zu Felix, hilf ihm ein bisschen. Euch gegenseitig. Riesen Applaus für dieses Duo. So, wir spielen weiter. Hallo. Missy Elliott. Get your freak on. Ja! So, 3-0-2. Ergibt keinen Sinn. Wunderbar. Finch, weiter Gas geben für die Fans. Egal, ihr knallt mich in Runden rein, wohl keine Ahnung. Ja, lala. Weiter. Mann! Luciano, beautiful girl. Ja. Ja! Einfach drücken. 4-0-2, Matchball, Agu. Mann! Mal oh, sorry, Dicker, sorry. So, ist alles drin. Wir spielen weiter. Notorious B.I.G. Hypnotize. Ja! Hypnotize. Was ein geiler Scheiß. 4-0-3. Weiter, weiter geht's. Drake, God's Plan. Ja! Apropos also. God's Plan. Jordi, wir müssen dich jetzt hier verabschieden. Nein, an der Stelle. Diesmal mal Maskottchen. Das okay. Das läuft. Okay, dann muss ich Jordi aber neben Finn stellen, damit sie nicht reinredet. Hier, Jordi, geh neben Finn, stell dich einfach da in die Mitte. Ich muss singen, also. Ich muss so. Jetzt, aber nicht sagen, nicht vorsagen. Okay. Zwei Matchbälle. Ach so, ich dachte schon vorbei. Schade. So, 4-0-4. Oh. Weiter. Der Typ auf dem ersten. Ja! Mann, Sido, mein Block! Wir haben eine Beschwerde. Nein, nein. Keine Beschwerde. Ich finde mega geil, dass Felix im Finale ist. Also alles gut. Aber das ist der Mein Block Agro Berlin Remix, oder? Das eigentlich. Wissen wir nicht. Das wurde nicht was gesagt. Was ist denn hier für Fister jetzt? So, das ist völlig richtig gewesen. 5 Punkte Ultra. Felix, 4 Punkte Agro und Finch hat leider 0 Punkte. Das heißt, Finch muss zum Strafkaraoke. Du singst. Aber meinen Taufsong, geh mal Bier holen von Micky Krause. So. Strafkaraoke. Jeder darf gerne mitsingen für Finchi. Geh! M. B. H. Bier holen. Du wirst schon wieder hässlich. 1, 2 Bier. Und du bist wieder schön. Geh mal Bier holen. Denk ich mal, dass du hässlich bist. Das muss ja nicht sein. Und jetzt alle dieses Glas. Geh mal Bier holen. Du wirst schon wieder hässlich. 1, 2 Bier. Und du bist wieder schön. Geh mal Bier holen, denn ich mein, dass du hässlich bist, das muss ja nicht sein. Dankeschön. Wird jetzt abgenommen, wünsche dir gern zurück. So. Und damit sie auch noch einen riesengroßen Applaus bekommt, riesengroßen Applaus für Jordi!
Bahn, sondern Bett aus der Wand. Einfach geradeaus. Das Album Music oder hier rechts. Nur auf da, da, da rechts. Mein ganzes Leben Sound. Hier, da oben reingekommen bist. Da, da hier noch. Da wird Mannschwerk aufgezeichnet. Da rechts. Nicht nur Queen, auch Frauenrap. Da ist er ja. Das ist so verwinkelt hier, wie in meiner Zweitwohnung. Es ist so schlecht hier gebaut worden und betoniert, ganz schlimm. Wir schauen mal in die Tabelle, was ist da jetzt los? Wir checken das mal ab. Wir rechnen alles zusammen. Oh, da bewegt sich einiges. Und damit sind Thiago, Tyler und Felix im großen Finale. Aber trotzdem natürlich, liebe Freunde, einen riesengroßen Applaus für Lorena und Finch. Kommt gern nach vorne. Ja. Achso, wir haben schon verloren. Wir sind raus. So. Das habe ich ganz geschnallt. Tyler, gern nach vorne. Ach, schade. Und, das wird noch umgestellt. Werden noch umgestellt, natürlich. So. Tyler, du bist in der Mitte. Ah ja. Genau. Danke. So. Es ist sehr spannend. In dieser Kategorie, da gibt es ja kein richtiges Genre. Nee, das wurde von euch als ermittelt. Es gibt kein Genre, es gibt keine Schnelligkeit, kein Beat. Keine Beatgeschwindigkeit, keine BPM, sondern es kann alles kommen. Und wir sehen schon die goldenen Ananas, da steht sie. Der Gewinner, die Gewinnerin darf ihn natürlich und mit ganz wichtig, mit. Es gibt keinen Joker. Das heißt, ihr müsst jetzt auf sich irgendwie selbst fahren. Der Türen 5 Punkte hat der genau. Gewinn. So, kommen wir jetzt zum großen Finale. Finale. So. Frage. Warte, ja. Wird mit dem Punkt jetzt aufaddiert oder ist es jetzt quasi das ein neues Spiel? Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt das Format. Genau. Okay. Wir sind auf Start von neu. Und es gibt, das heißt, es bringt mir nichts, dass ich gerade erster Platz in der Welt bin. Ja, erster Platz. Bringt dir gar nichts. Ich weiß schon. Also Joker, ohne Joker? Ohne Joker, nur ihr und euer Können oder nicht vorhandenes Können. Warum muss er den Helm trotzdem aufhaben? Das ist vertraglich so geregelt. Er hat eine große Platzwunde, die muss verdeckt werden. Ein weird approach to pussy. Okay. So. 0-0-0. Los geht's! Ich war der Typ mit dem Helm. Nein, Bonch. Come on. Doch. Ey, also, ist Bon Jovi It's My Life, aber ich will hier auch nicht mit einem schlechten Punkt anfangen. Nein. Bon Jovi It's My Life, stimmt das? Völlig richtig! Ja, wir kriegen ihn noch. Schreibt gerne weiterhin Songs in den Chat. Ich lese alles. Ich hab's aufs Ohr. Okay. Guter Song. 001, weiter. Felix! Boah. Goosebumps von Travis Scott. Ja. Richtig! Goosebumps heißt Gänsehaut. Gänsehaut. So. 002, weiter. Ja, sag mal! Tommy Kitten Hole Again. Ja! Was sagen? Das kam zu schnell, ich weiß. Sind jetzt das ist zu schnell parat. Das sind jetzt die Songs, die Leute die während der Sendung. Ja, genau, das ist so. Das ist das Spiel, wo man sich nicht darauf vorbereiten konnte. Also. Oh, genau. Das ist verdammt, ey. Oh, alles klar. 003, weiter. Agu. Gorillas. Warte. Gorillas mit? Gorillas. Scheiße. 3. Gorillas. 2. Ja! Tyler, du hast... Pumped Up Kicks Foster the People. Scheiße! Ja! Felix wird nervös, ich sehe schon. Das war gerade peinlich. Lacht wieder. Ja, den hatte ich. So. Akku, alles noch drin. 0, 1, 3, weiter. Kommt nach 20 Jahren raus und ihr macht das Ganze nochmal. Ich bin kein Sexist. Ich bin kein Sexist. Ich bin kein Sexist. Ich ficke euch. KZ, ich ficke euch alle. Ja! Ja! Ich ficke euch alle.
3 steht's. Großes Finale. Das sagt man doch nicht, ficken, ne? Sollte man nicht sagen. Nein, das F-Wort darf man nicht sagen. Nee, man darf nur sagen, wir haben uns toll lieb. Ja. Ich hab euch alle toll lieb. So süß. Ich hab euch gar nicht angeguckt. 1-1-3, weiter. Taylor Swift, Bad Blood. Mit Lil Wayne. Oder? Oh! Hey, ich hab's gesagt. Es ist wahr. Es ist wahr. Ja, lass mal gelten. Dieses komische Lil Wayne, das kam auch viel zu spät. Der hat doch da ein Feature drin. Ja, das ist Samira 3447. Ja, in irgendeiner Welt. Beharrt anscheinend auf dem Fehler. So. 1, 2, 3, weiter. Ich sah nur das Grinsen in seinem Gesicht. Was ich dir sage, glaubst du mir nicht? Ich hab nen Puff. Laila, DJ, Laila. Nee. Auf jeden Fall auch Icke Hüftgold. Meine Puffmama heißt Laila, sie ist schöne, junge, geile. Natürlich ein das ist natürlich Heino. Das ist Heino mit Laila. Heino, das ist die Pfannenlore. Das ist ein Cover. Das ist ein sogenanntes Cover, genau, okay. Richtig. Er hat es nachgesungen auf seine alten Tage. Cover echt? Heißt übersetzt auf Deutsch nämlich Bedeckung. So. Okay. 1, 2, 3, weiter. Ey. Das, gut, da hast du Pech gehabt, also, Felix. Gigi D'Agostino, bla bla bla. Ja. Falsch, bla bla. Nee. Bla 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 ist richtig. Bla 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 ist völlig korrekt. Yes. Aber dann hast du nicht nur wenn er fest drauf gedrückt wird, dann. Genau, da war es dann deine Schlaghand, die nicht ausgeprägt ist. Ja. So. Ich glaube auch, dass es daran lag. So. Er hat die ausgepowert bei Robert. Wie steht's? Ja, wie steht's? Genau. Wie steht's? 2, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3. So, weiter. Lenny Kravitz. Fly Away. Ja! Ja. Felix, du hast einen Matchball. Matchbälle. Kyla, wie ist der Gemütszustand? Schwitzend. Alles klar, sehr gut. Wenn sich einige freuen. Thiago, bei dir? Ich bin am Zittern. Ich bin am Zittern. Da werden sich auch einige freuen. Ja. Und wie ist weiter? Eine Nase, Young Horn. Eine Nase, Young Horn. Ja! Zwei, vier, es wird knapp und eng. Bitte nicht. Auch weiter. Da werden sich einige freuen. Spaß. Moneyboy Coffee. Ich bin Moneyboy Healthy? Moneyboy Müsli. Scheiße! An dieser Stelle Shoutouts. Shoutout. Ich bin ein Riesenfan. Ich bin mit diesem Money zusammen. 4-2-4, zwei Matchbälle. Ah! So. Usa. Kyla, du hast noch Chance, ja. Das Ding zu holen. Weiter. Weiter. Personal Jesus von Depeche Mode. Nein! Nein! Ich weiß es.
Jesus, Deepish Mode? Nein. Ja! Weißt du es aber? Ich glaube, es ist Marilyn Manson. Nein. Komm. Hat er vorher gesagt. Personal Jesus. Personal Jesus von? AC/DC. Nein. Fair, warte. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Von wem? Marilyn Manson. Wie heißt der Song? Personal Jesus. Personal Jesus. Aber war fair, Kyla hat es eigentlich gehört und hat es extra falsch. Ja, ich hab's gehört. Applaus für Kyla! Ich hab's gehört. Ich bin ehrlich, ich hab's gehört. Fair Play. Es ist sehr spannend. Zwei Matchbälle, liebe Freunde. Tippt weiter in den Chat natürlich. Tippt euch die Finger wund. Agu 4, Kyla 2, Felix 4. Und wir beide hier. Weiter geht's. 4, 3, 9. Nein! Es ist Rin mit 3. Nein! Mann, ich hab den Namen vergessen, auf jeden Fall nicht Rin. Oh, Junge. Nein, Bros. Nein. Oh, nein, Entschuldigung. Nein. Keiner. Mann, Felix. Bros. Felix. Entschuldigung. Rin, das ist das zweite Mal. Entschuldigung. Entschuldigung, ich entschuldige mich für mein Verhalten. Man kennt den Song in- und auswendig und dann kommt man nicht auf den Namen. Ja. Das macht dieses Format so spannend und so toll. Scheiße. So, 4-3-4. Weiter. Wie denkst du, bist Neo in der Welt? Oh. Felix. Oh Gott. Shindy. 3, 2, 1. Ah ja. Felix, der Buzzer noch nicht. Ich kenn das Video, wo Paul dir deinen Arm bricht. Ja, du hattest Tränen in deinem besseren Auge. Komm, ich fick dich in mein Jordans aus dem letzten Jahrtausend. Gegen deine Zahlen sehen meine Zahlen aus wie Latin Pop. Ich geb diesen fetten Schweinbretterig einen echten Job. Ich sitz hinten rechts in Maybach Benz. Deine Ghostwriter, alles meine Die Hard. Auch wer jetzt gerade mal Shindy in meiner Blüte? Weil sie ist das Album, ne? Du hast 10 Ghostwriter, ich brauch keinen der mir hilft. Ich bin schön wie die frisch gewachsenen Beine einer Milch. Ich bin Gold so wie Jigger, bis ich fade to black. Du hängst wie eine kleine Bitch auf deiner Face. Was wär's gewesen? Free Spirit von Shindy. Komm, ich geb euch einen Song. So, es ist total spannend gerade. Ich höre gerade die Leitung gelaufen heiß. 4-3-4. Mann. Oh! Nächster Song. Bom. Hättest du gewusst? Es wäre gewesen. The Pointers. Von Pointer wem? Sisters. Entschuldigung, wie? The Pointer Sisters. So, immer noch 4-3-4. So spannend. So excited. Weiter. Bitte stylisch. Tyler. So. Billie Eilish. Von? Das weiß ich nicht. Ah! Das reicht nicht. So, big T-Shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Mile high, bring that shit back, bitch, I'm stylish. Glock top, big T-Shirt, Billy Eilish. Watch on my wrist, but I want that diamond. Billy Eilish, Lil Yachty. Nein, falsch. Nein! Nein! So, Newcomer. Weißt du, Sagu? Warte. Nee. Wir machen die Runde zu. Ich weiß, der Name ist, aber Uzi auf jeden Fall nicht so bekannt. Auch nicht. Armani White. Wer ist gewesen? Nie gehört. In meinem ganzen Leben. Okay, sorry. Es gibt auch Gucci Black.
oder Magenta Adidas. Oder pur Victory. Weiter. Es wäre gewesen Blink 182, I miss you. Hey, wie doof! Blink 182. Den kenne ich doch, den Song. Ja, warum sagst du das nicht? Ja, hab nicht geklickt jetzt, Felix. So. Naja, ja, dann wollen wir doch hinterher nicht hören. Ich bin nass geschwitzt, wirklich. Ich so, Chiago, Kyla und Felix immer noch im Finale. 4-3-4, es geht um die große goldene Ananas. Zwei Matchspiele. Mach! Weiter. Drei. Also, ja, ich will es dir nicht vorsagen. 3, 2. Breaking the Chaos, Klinke Part. Nein. Nein! Was ist da los? So, Kyla. Linkin Park, Breaking the Habit. Yes. Schauen wir uns an. Ja! Yeah! Das war gemein. Das war sehr gemein. Das ist ja unfair hier. Mir wird überall was vorgenommen. So, jetzt haben wir hier aber einen Skandal. So. Ja, ey! Ich bin ein Skandal. Weil ich bin nur ein Idiot, aber er schummelt. Du hast mir zweimal was ja, weil ich ein Idiot bin. Wie gesagt, so, aber er schummelt. Ganz kurz. Aber ich bin auch dumm. Ich hätte einfach noch eine Sekunde länger warten sollen. Egal. Ja. Egal. Wir haben 4-4-4 und jetzt bitte. Mann! Mann! Für Applaus. Nicht mehr Vorsage oder ähnliches. Jetzt auch bitte die komplette erste Reihe im Mund halten, sonst kriegt ihr auch alle so einen Helm auf und ich hau drauf. So, also 4-4-4. Ah! Drei Matchbälle. Los, Kyla. Schön. So, los geht's. Los. Oh. Bones MC, Fußballer. Gratulation. Wow. Und damit ist es Herzen. Liebe Freunde, kommt gerne nach vorn! Kommt gerne nach vorn! Kommt gerne nach vorn zu uns! Bevor wir. Dankeschön, Dankeschön. Danke. Kommt noch was! Kommt noch was! Kommt noch was! So. Bevor wir zum absoluten Highlight kommen, Highlight kommt nämlich gleich noch, möchten wir uns natürlich bedanken bei unseren wunderbaren Gästen hier hinter mir zu sehen. Ganz einfach, ich verdecke jemanden. Das tolle Publikum, das tollste Publikum der Welt. Im besten Chat. Das ganze Team vor Ort natürlich auch, die bei der Produktion hier geholfen haben. Alle die den besten Job gemacht haben. Danke natürlich noch an Klaas, an das Studio. Richtig, Klaas. Riesenapplaus für Klaas. Danke, Klaas. Dankeschön an Funk und an den HR natürlich. Und ja, wir haben uns noch eine Kleinigkeit gedacht. Und zwar, wir haben uns Bennys Lieblingssong, den hat er schon oft gespielt, ausgesucht. Den möchten wir gerne mit euch gemeinsam und mit den Jungs und Mädels hinter uns performen, mit allen da draußen. Ich finde, es ist die deutsche Antwort auf jede Hymne der Welt. Ja. Wir singen jetzt gemeinsam mit euch Geboren, um zu leben von Unheilig. So. Auch bitte mitsingen. Alle bitte mitsingen hier vorne. Alle mitziehen.
Wir rahmen euch ein. Es fällt mir schwer, ohne dich zu leben. Jeden Tag zu jeder Zeit einfach alles zu geben. Ich denk so oft zurück an das, was war. An jeden so geliebten vergangenen Tag. Ich stell mir vor, dass wie du zu mir stehst. In jedem meiner Wege an meiner Seite gehst. Ich denke an so vieles, seitdem du nicht mehr bist. Denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll das Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jeder Zeit. Dies niemals zu vergessen, ist in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den kleinen Augenblick, bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist. Vielen Dank, liebe Freunde. Macht's gut. Wir gehen in die Endzeit. Oben, Beef und Fitner. Warum sind wir so sensationsgeil von Halbhaltbar? Und unten gibt's die letzte Folge Erkenntnis vom Live. Seid uns wohlgesonnen. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Adios.